Herzlich willkommen zur heutigen wissenschaftlichen Tagesschau heute, Demokratie pur Talkshow, freie Argumente-Plattform. Themen sind, wie können wir mit neuen Parteien die ganzen Missstände beheben, mit die Basis Wir 2020, Fragpartei als im Moment im Orga-Zustand befindlich. Parteimitglieder, heute haben wir da Frau Mesli, Mitglied bei Wir 2020 EU, aber eher in der Rolle des Experten haben wir Herrn Wagner vom Orga-Team Fragpartei. Und dann haben wir noch eine Dame zu Besuch, die wahrscheinlich eher sich so als fragende Person vermutlich versteht, wissen wir noch nicht genau, können wir ja noch sehen. Und wir haben eben Next Scientists for Future als zweiten Experten dabei. Ja, Parteimitglieder und Wählerinnen befragen Experten bzw. Reformer zu besserem Wahlprogramm mit Potenzial 56%. Ich zeige mal als Bild, wo wir gerade stehen. Neben der Petition, wo die Gesundheitsreform der Next Scientists for Future auf ganz, ganz viel positive Kommentare gestoßen ist, haben wir im Moment das Bild, das alles sagt. Frau Mesli, ich glaube, Sie können es ja sehen. Zum Beispiel, das wäre ein zukünftiges Wahlprogramm, wie es eigentlich jede Partei machen sollte. Herr Wagner, Sie haben es vorm geistigen Auge. Fünf nebeneinander stehende Wahlalternativen von sich total unterscheidenden Reformern oder Experten. Und dann können die Wähler nach der Wahl, wenn sie diese Partei gewählt haben, jede Partei konkurriert quasi darum, wer gräbt die besten Experten aus und wer stellt insofern die besten Volksentscheidswahlalternativen nebeneinander und wer hat dabei so gute Vorschläge, dass die Wähler so begeistert sind, dass sie sagen, ja, der Volksentscheid der anderen Parteien, da fehlen ja richtig gute Ansätze dabei. Ich will die Partei, wo die besten Ansätze dabei sind, die besten Argumente und die besten aus Argumenten gereiften Reformkonzepte. Ja? Und das ist die Zukunft aus unserer Sicht. Das ist die Leitlinie. Aus unserer Sicht, so sollte in Zukunft Politik aussehen. Wenn es sich um gute Parteien handeln will und sollte. Ja, und dann gehe ich wieder zurück zu diesem Bildchen hier. Und vielleicht das als Hinweis. Ich gehe mal zurück jetzt. Ich schalte die Präsentation aus. Jetzt müsste die Präsentation verschwinden. Alles wieder normal? Sehr gut. Und wir haben die Situation, damit wir mal deutlich machen, dass wir hier nicht irgendwas haben, sondern ich habe ja guten Hinweis zur Tatsache, dass mit den zwei Experten, die wir heute haben, wir die Spitze sozusagen des Denkens in der Welt der Wissenschaft über Reformen vertreten haben, denn ich habe leider in den letzten Monaten, ich habe ja mit vielen getalkt, wir haben ja viele eingeladen in Talkshows, aber aus meiner Erfahrung waren es alles mehr oder weniger abstruse Konzepte, die gut sind als Gegenpol, denn nie mehr Einseitigkeit. Frau Mesli, Sie nicken schon mit dem Kopf, nie wieder Einseitigkeit. Immer Vielseitigkeit, immer auch die Gegenargumente hören, auch wenn die manchmal noch so absurd sind. Aber wir müssen sie doch hören, ja? Freie Argumentekultur, Herr Wagner, ja? Genau. Und deswegen, wir haben zwar die Top-Experten heute wieder da, aber ich würd mir noch mehr Gegner wünschen. Ein Gegner wäre noch gut heute. Ich habe noch zwei eingeladen. Ja, dann können wir nämlich schon loslegen. Frau Mesli,
Haben Sie schon irgendwelche konkreten Fragen im Kopf? Und dann können wir nämlich direkt loslegen. Sie haben das Wort. Okay, vielen Dank. Also wir wollen uns ja heute über Migration unterhalten. Das war ja schon unser Vorhaben. Und ich sag mal so, für Migration gibt es ja die unterschiedlichsten Motivationen, in unser Land kommen zu wollen oder generell nach Europa kommen zu wollen. Es gibt ja zum einen mal die Situation, dass Menschen vor Krieg, Verfolgung, Mord oder so fliehen. Und dann gibt es natürlich auch die Wirtschaftsflüchtlinge, wie wir wissen. Und was ich glaube, was in der Zukunft noch vermehrt kommen wird, das ist die Flucht vor Klimakatastrophen, also Überschwemmung, Dürre, was auch immer. Und meine Frage wäre jetzt generell, wie steht der Weltrat oder Next Scientist for Future zur Migration? Und sollte man zwischen den einzelnen Migrationsgründen Unterschiede machen? Das ist meine Frage. Vielen Dank. Nur kurz, damit ich die Frage richtig verstehe, noch eine kleine Rückfrage, Frau Messi. Macht Sie denn mein überhaupt irgendetwas oder ist das für Sie eigentlich gar kein Thema in Deutschland? Macht Sie manchmal etwas Sorgen, wenn Sie im Fernsehen irgendwas hören von Clankriminalität in Deutschland, vom Stichwort Parallelgesellschaften, von der Frage Katholizismus? Evangelische Kirchen, die mittlerweile gemäßigt sind und nicht mehr so Leute verbrennen auf dem Scheiterhaufen, wie sie vielleicht früher Herrn Wagner verbrannt hätten oder so, ja, uns Ketzer, sondern alle gemäßigt geworden sind, ja, und ein doch manchmal etwas aggressiver auftretender Islam, dann die Frage, also sozusagen, ob sie manchmal Sorgen macht auch die Frage, oder ob das eigentlich für Sie gar kein Thema ist. Das interessiert mich nochmal. Also ich bin jetzt da nicht so emotional drinnen, aber ich habe zum Beispiel eine Freundin, die regt sich immer fürchterlich auf über die Migranten. Da wird dann oft das Argument gebracht, ja, die höhlen ja unsere Sozialsysteme aus und die Frauen kriegen nur Kinder und die kassieren dann das Kindergeld ab und so weiter. Über die religiösen Aspekte mache ich mir weniger Gedanken, muss ich ehrlich gestehen, weil ich bin in meinem Katholizismus fest verankert. Ich habe da keine Sorge. Okay, danke. Ja, dann fange ich mal mit den Antworten an und Herr Wagner schließt sich dann an. Und wenn Gehler war, glaube ich, der Name, wenn die Dame auch als Expertin was sagen möchte, dann kann sie sich auch als Expertin melden. Man ist ja nicht festgelegt auf die Rolle der fragenden Person, ne? Ja, dann fange ich mal an. Also, erstens. Warum ist das Thema überhaupt von Interesse? Weil zum Beispiel auch in Sachsen-Anhalt dann die Landtagswahl ansteht und da hat, glaube ich, die AfD ein Potenzial so circa rund um die 25%, schlimmstenfalls, ne? Und davon sind nur höchstens 3% wirkliche Nazis, also wirkliche Rechtsradikale oder richtig Rechtsgesinnte. Der Rest sind eigentlich nur verzweifelte Bürger, die sagen, irgendwie mache ich mir Sorgen, ob das gut geht, das Ganze. Und die wählen eigentlich nur aus Verzweiflung die AfD, weil sie sich sagen, naja, wenigstens eine Partei, die dann mal so ein bisschen Kontra gibt und das Thema überhaupt mal hochhält, ja? Jetzt müssen wir denen ja aber auch die Stimmen abjagen. Also diese 20%, die eigentlich keine Rechten sind, denen müssen wir doch die Stimmen abjagen. Nun nur deswegen finde ich das Thema interessant, da überhaupt was zu sagen, weil die werden nicht aufhören, die AfD zu wählen, wenn sie nicht ein Angebot kommen, mit dem sie irgendwie leben können. Und wir auch aus der eher linken Ecke sozusagen müssen auch in der Lage sein, wie man es
manchmal von Oskar Lafontaine gehört hat oder von Sarah Wagenknecht oder anderen Linken, die gesagt haben, naja, so, vielleicht ist es doch nicht so ganz vernünftig, was wir machen. Ja? Und deswegen jetzt mein erster Standpunkt, den ich ganz klar machen muss, wo wir uns von der AfD unterscheiden, ganz massiv unterscheiden müssen als Linke. Ja? Und auch die neuen Parteien sehe ich ja als zwischen SPD und Grüne liegende Mitte-Links-Parteien sozusagen. Ja? Und erstens, wir stehen hundertprozentig zur Schuld Deutschlands. Ja? Deutschland hat auf schlimmste Weise zu Zeiten Hitlers 60 Millionen Menschen abgeschlachtet und umgebracht, zum Tode gebracht. Dazu stehen wir hundertprozentig. Da gibt es kein Relativieren, nichts. Und deswegen müssen wir uns auch um Menschen, die in Not sind, mehr kümmern als jeder andere Staat dieser Erde. Proportional natürlich zu jeder Million unserer Bürger. Wir sind ein relativ kleines Land mit nur etwa circa 80 Millionen, über 80 Millionen. Natürlich ist die Verpflichtung immer nur pro Million Einwohner zu sehen. Also ein Land wie die USA mit 300 Millionen Einwohnern, weiß ich nicht genau, wie viel genau, hat natürlich im Prinzip auch eine drei- bis vierfach höhere Verpflichtung, wobei wir immer den Vorreiter machen müssen. Deutschland muss wegen der besonderen historischen Schuld immer den Vorreiter machen und das müssen wir als ersten Startpunkt festhalten. Wir helfen mehr als jeder andere Staat der Erde, bezogen auf jede Million unserer Bürger. Das erstmal erstes Statement. Herr Wagner, wie ist Ihre Stellung zu diesem Thema oder wollen Sie da was zu sagen? Herzlich gern, herzlich gern. Und ich sag mal, also ich unterstütze erstmal die Vorstellung, die man verschiedentlich begründen kann, dass Deutschland gut daran täte, eine vorbildliche Funktion zu übernehmen, auch in dem Bereich Umgang mit den Ärmsten und Verfolgtesten dieser Welt. Und das kann man ja auf Verschiedenes beziehen, wenn man mal Deutschland als Kulturnation betrachtet. Es gibt Leute, die eine besondere Qualität des moralischen Anspruchs in der deutschen Geschichte auch finden, mit Immanuel Kant und anderen, das Universalismusprinzip, also so zu handeln, dass es für alle anderen Menschen auch eine Normengrundlage sein kann, eine allgemeine Gesetzgebung sein kann. Handeln so, dass es ein Maßstab für alle sein kann. Das ist ein toller Maßstab und da freue ich mich, wenn wir da diesen aus solchen Gründen heraus auch dann eine sehr vorbildliche Rolle spielen wollen im Umgang mit solchen Themen. Und ich sage mal erstmal nur die Eckpunkte, aus denen ich mich zu dem Thema äußern kann, genaueres dann in den nächsten Runden. Also zum einen spreche ich ja immer aus der Rolle des, ich sage mal, Zukunftsidealisten, also die vorweggenommene Schenker-Kommune. Kann man die leben? Was hat das für eine Funktion auch für Migrationsfragen? Für wen und wie kann das eine Antwort oder ein Angebot sein? Und dann bin ich ja auch Menschenrechtsaktivist und Theologe und habe auch vergleichende Religionswissenschaften studiert. Und deshalb interessiert mich auch sehr die Frage, wie gehen wir um mit Werteanalysen in dem Zusammenhang? Und das kann einerseits den Bereich betreffen, wie sieht es aus mit dem Verhältnis von Religionen zu Gewalt? Aber auch das Verhältnis der westlichen Demokratien und auch der USA zu ihren demokratischen Werten. Ich nenne nur ein Beispiel. Die Kurden wurden verraten in Syrien, obwohl sie mit ihrem Rojava-Projekt eigentlich eine modernste oder radikalste Form von Demokratie versucht haben zu bilden. Und es scheint, dass den Westen eigentlich nur interessiert hat, auch die USA mit ihren Soldaten noch so ein paar Ölförderstellen zu umstellen und zu sichern. Aber bei der Frage, wie sollte man in Syrien damit umgehen und aus demokratischen Werten heraus in diesem Konflikt sich verhalten und wen und wie unterstützen? Also ich habe kaum wahrgenommen, dass das überhaupt irgendjemand bedacht hat. Also in der Tagesschau und sonst wo kam sowas nie vor. Aber es sind alles so Dimensionen, wo ich da genauer noch was zu sagen kann. Darf ich kurz anmerken, hier ist Luis, hallo, ich komme nicht ins Zoom-Meeting, also ins Online-Meeting rein. Ich erbete Teilnahmeerlaubnis.
Hier ist keine Anfrage angekommen. Nochmal versuchen, nochmal neu, vielleicht mit einem anderen Browser. Ja, in der gerade gekommenen E-Mail, 10 vor 7. Ja. Ja, Frau Miesli, dann würde ich gerne die zweite Runde machen, weil wir haben ja erst angefangen mit dem Thema. Jetzt warten wir noch eine Sekunde, ob der Herr Eckenberger vielleicht direkt Einlass begehrt. Nee, dann machen wir erst mal weiter. Also, zweite Antwortrunde. Frau Miesli, so. Also, jetzt ist er da. Sekunde, jetzt muss ich doch wieder stoppen hier. So. Jetzt sind Sie, sagen Sie mal was, Soundcheck, Herr Hallo, Eckenberger. hallo. Ja, sehr gut. Mikro wieder aus. Hören Sie auch gut? Ja. So, dann können wir weitermachen. Also, Frau Mesli, zweite Antwortrunde. Wir müssen besonders den Menschen helfen, die wirklich in Not sind. Das ist die besondere moralische Verpflichtung Deutschlands. Ja, ganz klar, rückhaltlos. Und zwar aber bitte doch nicht so wie jetzt. Nicht so chaotisch und unsinnig und so verschwenderisch und Geld zum Fenster rauswerfend und, und. Also, Deutschland, Beispiel Syrien, ja? Konfliktherde. Überall in der Welt gibt es Konfliktherde. Neben jedem Konfliktherd mietet Deutschland ein Reservoir an, ein Gebiet an und macht dort eine Asylanlage auf und eröffnet mit 83 Plätzen für 83 Millionen Deutsche und fordert den Rest der Welt auf, ihre Asylanlagen daneben zu bauen. Ja? Und dann es sind dort 83 Menschen untergebracht. Allerdings, es gibt nur einen Weg. Das ist ein Sackbahnhof. Rein in die Asylanlage und irgendwann, wenn Frieden ist, wieder zurück nach Syrien. Und dort sozusagen gibt es schon noch einen Ausweg. Es gibt nämlich das Einwanderungsrecht. Ja? Jeder kann, der meint, er hätte eine ausreichend gute Qualifikation, um in Deutschland arbeiten zu können. Ja, ich denke jetzt zum Beispiel, ich denke ja als Beispiel immer an die schwarzafrikanische Gesundheitswissenschaftlerin, also aus Afrika. Herzlich willkommen in diesen Asylanlagen, kann man also auch dann über Online-Konferenzen mit den deutschen Arbeitgebern Kontakt aufnehmen. Und wenn man einen Job kriegt, kann man direkt nach Deutschland reisen. Einwanderungsgesetz. Allerdings mit ein paar Spezialitäten, das Einwanderungsgesetz. Erstens, in dem Einwanderungsvertrag steht, wenn diese hübsche schwarzafrikanische Gesundheitswissenschaftlerin Kinder bekommt und der Vaterschaftstest stellt fest, dass sie nicht mit schon länger hier lebenden Männern diese Kinder bekommt, die sie bekommt, sondern mit Migranten selber. Also, dass eine Gefahr einer möglichen Parallelgesellschaft entstehen könnte, dann muss sie leider das Land halt wieder verlassen. Das Ganze gilt dafür, wir als Genpool Deutschland wünschen uns neue, frische Gene aus Afrika, aus China, aus Indien, aus allen Teilen der Welt. Also Multikulti, ja. Genetische Befruchtung, viele neue Gene. Also Sie erinnern sich, die Rechten, die sind ja völlig verrückt. Die wollen ja sowas wie eine genetische Homogenität. Die schadet aber jeder Gruppe. Ja? Ist genetische Homogenität, die Arier oder was auch immer, das ist Blödsinn. Sondern Vielfalt, viele frische neue Gene reinholen. Ja, Löwenrudel brauchen frische neue Gene, Wolfsrudel brauchen frische neue Gene und wir brauchen die frischen neuen Gene aus Afrika und aus aller Welt. Ja? Aber bitte doch dann auch mit uns Kinder kriegen. Ja? Und nicht
dass eine Gefahr besteht, dass eine Parallelgesellschaft entsteht, die irgendwann sogar vielleicht stimmenmäßig die Mehrheit darstellt und 51% der Wähler stellt. Und die zweite Bedingung wird vielleicht auch manchem nicht gefallen. Die Kinder müssen die katholische oder evangelische Religion annehmen müssen und können sich ja dann später dagegen entscheiden und müssen auch an unserem Religionsunterricht teilnehmen, damit sich ein fanatischer Islamist, der dann der Vater des Kindes ist, sozusagen irgendwie, damit das nicht geht, dass sich sozusagen ein sehr aggressiver Islamismus über die Kinder eventuell ausbreiten kann, so direkt, ja. Ja, so viel erst einmal. Und ich muss die Asylanlagen noch schildern. Das ist der vom Leben, letzter Satz dazu. Der Lebensstandard entspricht ungefähr syrischem Standard in den Asylanlagen. Und Deutschland, wenn die anderen, wenn die USA für jede Million einen Platz geschaffen hat, Frankreich für jede Million einen Platz geschaffen hat, England für jede Million einen Platz geschaffen hat und dann als erstes ist wieder Deutschland der, die wieder einen Vorreiter macht und die nächsten 83 Plätze schafft. Ne? Also immer Deutschland ist immer der Erste, der hilft. Aber wir gucken schon auch, ob die anderen nachziehen. Wenn alle anderen sich weigern nachzuziehen, dann machen wir nicht den Narren. Ne? Wenn die anderen Staaten es nicht für nötig halten, was zu tun, dann machen wir auch nicht den Narren. Wir machen immer den Vorreiter wegen der besonderen historischen Schuld, aber wir machen uns auch nicht zum Narren. Ja, Herr Wagner, Ihre nächsten 3 Minuten, wenn Sie wollen. Ja, gerne. Also ich spreche jetzt mal als erstes aus der Sicht dessen, der da sozusagen den harmonischen und ethisch ausgereiften Endzustand der Menschheit, diese aufgeklärten Schenker-Bonobo-Kommunen und ihre Geisteswelt, versucht so ein bisschen jetzt auch auf die Gegenwart zu übertragen. Und dann stellt sich die Frage, warum überhaupt gewaltsame Grenzen zwischen Menschen und wovon hängt es ab, dass Menschen sich frei bewegen können und wie geht man damit um, wenn jetzt irgendwelche Leute ja, sich bewegen und herkommen und mitleben wollen. Ich sag mal, ich kann mir vorstellen, dass die Zukunftsmenschen gar nicht danach gucken, kommt jemand aus Afrika, Indien oder sonst wo, sondern was ist die ethische Gesinnung, die Persönlichkeits- und Verantwortungsreife des betreffenden Menschen. Ich glaube, schon jetzt gibt es in Deutschland so unterschiedliche Menschen, dass viele Deutsche sich auch wünschen würden, lieber mit einem liebenswürdigen Inder zusammenzuleben, als mit ihrem deutschen Nachbarn, der sich vielleicht wie ein alkoholischer Prügler im Wohnblock verhält. Und von daher, ich glaube, dass es ein ganz spannendes Konzept wäre, sich mal Folgendes zu überlegen. Also jetzt auch mit dieser Übertragung, dass alle Menschen gleich wert sind und dass sie eigentlich alle frei bewegen können und dass darauf ankäme, dass sie sich menschlich zueinander verhalten. Ich habe das früher mal alternatives Asylkonzept genannt. Statt wie im Moment sich zu verhalten, wo zum Beispiel Armut nicht als Asylgrund anerkannt wird und ähnliches. Also alles Dinge, die ich für unmenschlich halte, auch wenn man auf die Menschenrechte sich bezieht. Ich habe als ein Konzept für ein alternatives Asylkonzept vorgeschlagen, warum nicht den Ärmsten und Verfolgtesten der Welt ein bescheidenstes Hilfsangebot machen. Also dass die auch gar nicht jetzt als Wirtschaftsflüchtlinge oder Luxuskonkurrenten oder was weiß ich entscheiden würden. Stellen wir uns mal vor, und das könnte jetzt sein, in einer christlichen Gruppe, in einer totalen Armuts- und Kriegsgegend, die wollen flüchten. Übrigens werden oft verfolgte Christen gar nicht hier auch in Europa großzügig aufgenommen. Aber stellen wir uns vor, da flüchten jetzt also verfolgte Christen aus einer der schlimmsten Armuts- und Kriegsgegenden und kommen hier nach Europa und würden sagen, wir wären ja schon froh und glücklich, wenn wir so wie zu Hause ein einfaches bäuerliches Selbstversorgungsleben führen könnten, in unserer Großfamilien- und so weiter Atmosphäre. Warum nicht sagen, okay, seid ihr wirklich damit zufrieden, wenn ihr hier bei uns in einer ökologischen Modellkommune mitleben könnt? Also nicht der Run in der Großstadt nach dem Mitkonsum, sondern ihr helft hier in Deutschland mit, solche Zukunftskommunen zu bilden. Warum nicht zumindest den Ärmsten und Verfolgtesten der Welt ein solches Minimalangebot machen, aber das dann mit Freude,
und ohne Bedingungen und Ausschließlichkeit. Das heißt, Menschen, die so kommen, denen kann man insgesamt mit offenen Armen eigentlich begegnen. Und ich denke mal, das passt zeitlich jetzt nicht, aber in meinem nächsten Beitrag würde ich dann was sagen, warum ich das ein Stück weit verstehen kann, diese auf den ersten Moment befremdliche Sicht, dass die Kinder erstmal eine christliche Religion annehmen sollten. Also ich weiß nicht, ob man das so machen sollte, aber ich weiß einen Grund, warum das eben sinnvoll ist, nämlich dass man schauen sollte, inwiefern ist eine Religion, eine Ideologie, die vielleicht auch mit Gewalt verbunden ist. Wir würden auch nicht jeden Fremden ins Kinderzimmer unserer Kinder laufen lassen, ohne zu gucken, welche ethischen Einstellungen der so hat. Also da ist es gut, auf die Wertegesinnung von Menschen zu schauen, bei der Frage, wie weit man ihnen seine Türen einfach öffnet. Okay, aber dazu sage ich im nächsten Beitrag. Ja, vielleicht eine Runde sollten wir also noch in diese Richtung machen. Und zwar, meine erste Antwort ist eben, ja, meine Erfahrung ist, wenn es sich um sehr gebildete, und das hat auch mal ein Professor hat das mal untersucht, wenn Menschen sehr gebildet sind, sind sie meistens überhaupt nicht fanatisch in den religiösen Dingen. Ja? Also je gebildeter und je höher qualifiziert, von wegen Einwanderungsgesetz, desto weniger fanatisch in religiösen Dingen und desto weniger gefährlich auch. Ja? Also von wegen auch die Katholiken, die in den USA, was weiß ich, Abtreibungsärzte ermorden, das sind keine gebildeten Katholiken, sondern oder keine gebildeten Evangelikalen, sondern das sind sehr ungebildete. Ja? Also je ungebildeter, desto fanatischer in der Religiosität und desto bereiter zum Mord und Totschlag. Ja? Und deswegen mache ich mir dann bei gebildeten Einwanderern eigentlich auch wenig Sorgen, dass die so radikal sein könnten, dass sie hier unbedingt das ganze Land langfristig verändern wollen. Und jetzt noch zu dem, was Herr Wagner gesagt hat. Ja, das einzige Problem, warum man die Grenzen nicht absolut aufmachen kann, ist ja eigentlich unser Hartz IV. Das ist ja auf einem Niveau, wo in vielen, also viele Milliarden Menschen auf der Welt, das nur Bruchteile davon zum Leben haben, dessen, was Hartz IV bietet. Ich habe heute gerade mich wieder ernährt mit 1 Euro und gestern und vorgestern mit 1,50 Euro pro Tag, weil ich das ja erprobe. Ja, es müssen ja nicht immer 50 Cent pro Tag sein oder 1 Euro Tag Ernährung. Herr Wagner kann sich wahrscheinlich sogar mit 0 Euro pro Tag ernähren, wenn er möchte. Ja, kann er, sagt er auch gerade, ja. Aber ich zum Beispiel, ich werde pappsatt mit 1,50 Euro am Tag, ja. Also sagen wir mal 50 Euro im Monat, ein bisschen mehr, ne. Und das Hartz IV ist einfach 300 Euro höher, über 300 Euro höher, als ich bräuchte zum Leben. Und dabei hätte ich dann vollen Strom und ich verbrauche extrem viel Strom. Und ich hätte noch die ganze Internetverbindung, alles drin. Also Internet, Telefon, ja, und damit ZDF und ARD mit 20 Sendern. Alles kostenlos, alles drin in 130 bis 150 Euro. Ja? Und das, man kann es den Menschen doch nicht verdenken, wenn die wirklich so hart arbeiten müssen um jeden Cent in den anderen Ländern, dass die dann auch zu Milliarden gerne nach Deutschland strömen würden. Nur wir haben ja ein ganz anderes Ziel. Wir haben ja das Ziel, die Bevölkerungszahl in Deutschland drastisch zu reduzieren und das würde dann scheitern. Ja, also ich empfinde Deutschland als zu dreckig wegen zu vielen Menschen. Ja, wir müssen aus meiner Sicht jedenfalls vielleicht auf 40 Millionen Menschen statt 80 runter. Und das werden wir nie schaffen, wenn wir die Grenzen grundsätzlich aufmachen. Ja, das, und wenn, dann müssten wir ja quasi unseren eigenen Bürgern verbieten, Kinder zu kriegen. Ja, also das geht nicht aus meiner Sicht. Ja. Ja, nächste, Herr Wagner, Ihre nächste Runde. Ja, danke schön. Also das, was Sie sagen, Herr Dillen, liefert mir ein gutes Zuspiel,
Denn stellen wir uns vor, da steht jetzt vor uns jemand, der nach den bestehenden Asylgesetzen vielleicht nicht aufgenommen würde oder irgendjemand will aus irgendwelchen Gründen ablehnen. Und der Betreffende sagt, ich will euer Hartz IV gar nicht. Ich bin bereit, auch von 0 Euro im Monat oder jedenfalls in so einer aufgeklärten Schenker-Bonobo-Kommune mitzuleben. Es ist einfach so, in meinem Heimatland habe ich auch einfach und bescheiden gelebt und der Krieg und die Armut sind da aber so, dass ich da krepiere. Ich möchte die bescheidenste und verantwortlichste Lebensform einfach leben können, ohne an Armut und Krieg krepieren zu müssen. Ich bin bereit, in eurem Land an so einer bescheidenen Lebensform oder so einer zukunftspionierhaften Lebensform mich zu beteiligen. Was ist euer Grund, mich abzulehnen? Und ich glaube, es gibt einen solchen Grund. Also das heißt jetzt nicht, dass man nicht Leuten noch viel mehr geben kann. Aber Leuten, die aus der größten Not kommen, wo sie mit bescheidenem, anständigen Leben kaputt gehen würden und sagen, können wir dieses bescheidene, anständige, friedliche Leben bei euch führen, die darf man nicht ablehnen. Also dieses Blut an den Händen, das wird keiner tragen können. Also so einfach mal gesagt. Aber jetzt zu dem anderen Punkt. Also niemand von uns wird eben unbeschaut irgendwelche unberechenbaren Fremden in die Schlafzimmer seiner Kinder rennen lassen. Die Grenzen sind so etwas für ein Volk wie dieser Zugang, der dann eben der Bevölkerung auch quasi zumutet, dass wenn man nicht danach schaut, ob Leute gewaltbereit sind und ob sie gierig sind und ob sie, was weiß ich, rücksichtslos sind, also wenn man nicht schaut, ob das der Fall ist, dann ist das aus meiner Sicht für jede Art von Regierung oder Menschen in Verantwortung ein katastrophales Armutszeugnis. Und ich habe schon gesagt, man könnte da wirklich mal drauf achten, was sind die Werteinstellungen von Menschen, nicht nur was sie im Kopf haben, sondern auch was sie praktisch tun. Also jeder Rojava-Kurde, der da eben die progressivste Demokratie im Kopf hat, müsste von uns vor Ort unterstützt werden, mehr als alle anderen Gruppen. Und wenn so jemand kommen würde, müsste er hier bei uns auch Begeisterung finden und Aufgeschlossenheit. Und ich komme damit zu dem Punkt Islam. Also ich teile da nicht die Auffassung, dass das nur die Ungebildeten sind. Und das ist eben leider eben eindeutig auch belegbar. Also ich habe eben vergleichende Religionswissenschaften studiert und ich nehme immer nur das stärkste Argument. Es geht dann um die Frage Gewalt im Islam. Und da wird oft gesagt, warum haben die Muslime letztlich eine Friedenserklärung dann mal abgegeben, wenn es so die Gewalt gab vom IS und sowas. Es gibt so eine Friedenserklärung, aber die ist im wenigsten bekannt. Ich kenne sie. Das ist der Brief von über 100 islamischen Gelehrten gegen die Gewalt des IS. Und da ist es ja gut, dann in die Friedensschrift reinzugucken, um zu gucken, ob da die Gewalt dann eben so abgelehnt wird oder jetzt ein Aufstand gegen die Demokratie, sodass man sagen könnte, das ist okay. Also wir sehen darin eine friedliche, pazifistische, demokratische Gesinnung oder wie auch immer. Und dann kann man sehen, dass in dieser Friedenserklärung des Islam steht, dass der Moslem sich eigentlich nicht gegen eine Regierung auflehnen sollte, wenn er irgendwo ist. Es sei denn, ich zitiere ziemlich wörtlich, es ist eindeutig, dass es keine muslimische Regierung ist. Oder sie will das Gebet verbieten. Das heißt, in der Friedensschrift des Islam steht, dass der Moslem in einer nicht-muslimischen Regierung gewaltsam auflehnen soll. Und an einer anderen Stelle dieser Schrift, wie wurde das von den hochgebildeten Werten des Islam, steht, dass man gegenüber Andersgläubigen in einer muslimischen Gesellschaft schon recht milde sein kann, also zwar nicht auf gleicher Ebene wie die muslimischen Bürger, aber doch recht milde und zu gewalttätig behandeln müsste, abgesehen von den Apostaten. Und dahinter steht die Auffassung im Islam, dass jemand, der seine muslimische Religion aufgibt, eigentlich die Todesstrafe verdient. Und diese Dinge müssten zumindest mal offen diskutierbar werden und auch eine Regierung ist in der Verantwortung, solche Zusammenhänge zu betrachten und das mit der Bevölkerung gemeinsam zu beurteilen, wenn man nicht völlig verantwortungslos an den Werteorientierungen, die damit im Spiel sind, vorbeigucken will. Ja, also damit sehe ich da eine gewisse Übereinstimmung, denn Herr Wagner hat ja damit jetzt letztendlich nur gesagt, dass auch bei den gebildeteren Muslimen nicht immer die völlige Gewaltfreiheit vorherrscht, in jeder Hinsicht sozusagen, nicht so vollständig. Das würde aber sozusagen das nur bestätigen. Ich muss noch mal dazu sagen, was ich heute gesagt habe, darüber gibt es keinen Beschluss vom Weltrat und von Next Scientists for Future. Das ist eher so meine private Meinung im Rahmen als Mitglied von Next Scientists for Future.
aber da gibt es keinen Mehrheitsbeschluss, weil das Thema zu heiß ist. Außerdem ist das sowieso alles nur eine Sache für Volksentscheide. Also nichts davon würde ja irgendjemand entscheiden. Das sind nur Wahlalternativen, die man dem Bürger in Volksentscheiden anbieten muss, damit man dieses leidige Thema endlich vom Tisch kriegt. Ja, sozusagen. Darum geht es. Aber es kommt aber noch mehr. Also, es gibt noch das Problem, dass in einem Volksentscheid aus meiner persönlichen Sicht auch noch drinstehen sollte, damit das Thema vom Tisch kommt. Erstmal muss ich noch sagen, Herr Wagner, ja, das klingt sehr gut, wenn jemand hier nach Deutschland kommt, um an einer, wie ich sie ja nenne, urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommune teilzunehmen und auch in seinem Einwanderungsvertrag ein Hartz-IV-Verzicht drinsteht, dann ist auch wirklich kaum was dagegen zu sagen, die Person aufzunehmen. Weil der Unterschied ist ja halt der, dass es natürlich besser als in den Asylanlagen dann hier auch eine für die Kinder oder so eventuell auch eine bessere Schulbildung geben könnte, wenn überhaupt. Ich weiß, also dieses herkömmliche Schulsystem ist halt auch wieder eine Frage, ob das überhaupt sinnvoll ist. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Also, aber das Entscheidende ist, wir müssen auch einmal einen Volksentscheid machen. Die Frage ist nämlich zur Lage der Parallelgesellschaften. Es gibt ja auch viele Leute, die aus Verzweiflung die AfD wählen, weil sie wirklich den Gedanken haben, wenn jetzt die Muslime in Deutschland 51% haben, wird plötzlich eine Partei gegründet und dann entsteht sozusagen der Islamische Staat Deutschland und dann entsteht sozusagen letztendlich die Scharia, islamische Gesetzgebung. Und ich muss dazu sagen, ein bisschen mache ich mir da auch Sorgen, weil die Schicht der Aufklärung, Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton, Mendel, Wallace und Darwin und jetzt Weltrat, diese Schicht der Aufklärung ist so dünn. Auch bei uns schon in Deutschland so dünn. Man sieht es ja an den rechtsradikalen Gewalttätern, man sieht es an linksradikalen Gewalttätern. Diese zarte Schicht der Aufklärung und Vernunft und Friedlichkeit und pazifistischen Haltung, die ist so dünn, dass ich nicht möchte, dass sozusagen eine Religion, bei der ich nicht weiß, ob sie auch politische Agenda ist und ob die nicht vielleicht doch sozusagen dann einen islamischen Staat Deutschland machen würden. Ich habe ganz bewusst mich bis jetzt gegen Kinder entschieden, weil ich halte es für schwierig, in einer so gewaltbereiten und teilweise dummen Welt kluge Kinder zu setzen. Das halte ich teilweise für, weil die Klugen leiden immer darunter. Also ich habe immer darunter gelitten, auch dass so vieles so primitiv abläuft in der Welt. Ja, gerade wieder das Thema gerade im Moment mit den Atemwegserkrankungen und so weiter. Und letzter Gedanke dazu. Ich halte es für sinnvoll, in einem Volksentscheid ein für alle Mal die Sache klären zu lassen. Bietet Deutschland für das viele Geld, was ja eingespart wird durch die Reformen der Next Scientists for Future, Leuten, die hartnäckig in Parallelgesellschaften leben, bietet der denen einfach ein fürstliche Rückwanderungsentgelder bei gleichzeitiger Rückgabe der deutschen Staatsbürgerschaft an oder nicht? Und wenn der Volksentscheid sagt, nein, wir bieten das nicht an, dann heißt es, mit allem zu leben, was jetzt kommen möge. Dann müssen wir auch im Zweifelsfall uns mit einem islamischen Staat Deutschland abfinden. Ist dann okay, ja, wenn dieser eine Volksentscheid dieses Ergebnis gebracht hat. Ja? Also entweder wir verwenden Milliarden dafür, um Parallelgesellschaftlern ihre Staatsbürgerschaft abzukaufen, rückzukaufen sozusagen. Und das ist dann auch gleichzeitig die Starthilfe für den Aufbau eines eigenen Geschäfts im Heimatland.
Oder wir mögen für immer schweigen. Ja? Und man möge für immer schweigen und nie wieder dieses Thema zum Thema machen. Und dann hätten wir nämlich auch das ein für alle Mal vom Tisch. Und dann gäbe es auch keinen Grund für immer wieder neue AfDs sozusagen, die uns die Stimmen wegnehmen. Ja, Herr Wagner, Ihre Antwort, nächste Runde. Ja, ich kann sagen, das Wichtigste ist schon schön zur Sprache gekommen. Ich wiederhole, es ist für kein Menschengewissen vertretbar, wenn Menschen kommen und fliehen vor höchster Armut, Kriegsverfolgung und Not und klopfen an die Tür und fragen nach einer bescheidensten Überlebensmöglichkeit, wo sie sogar vielleicht bereit sind, die Zukunftslebensform, für die wir selbst auch extrem verantwortlich wären, damit anzufangen, mitzumachen. Es ist für kein Menschengewissen irgendwo vertretbar. Man wird sich selbst seine Menschenwürde damit völlig zerstören, diese Menschen von sich zu weisen. Und das ist nur ein Anfang. Also man kann sich ja überlegen, ne, wie viel mehr wäre man bereit zu teilen. Aber das Minimum nicht zu teilen mit den Ärmsten und Verfolgtesten ist absolut unten drunter, unter allen Würdemaßstäben. Das ist jetzt, glaube ich, schon recht deutlich gekommen und das ist so der alternative Asylansatz, den ich mit einer von mir gegründeten Schenker-Bewegung und der sicherlich auch aus dem Geist dieser aufgeklärten Schenker-Bonobo-Kommunen heraus praktiziert werden sollte. Und was das andere angeht, brauchen wir den ehrlichen Blick, auch ohne Tabus und Verzerrungen. Also man merkte schon, wenn man mal googelt nach diesem Dokument, was ich genannt habe, diese Erklärung der mehr als 100 Gelehrten des Islam gegen die Gewalt des IS, man findet das kaum. Also es gibt es im Internet, aber es ist schwer überhaupt da dran zu kommen und es zu sehen, weil da wird vieles verdeckt. Und wir müssen, das gehört zur freien Argumentekultur nämlich auf jeden Fall auch dazu, wir müssen diese Werteorientierung von uns selbst und von anderen Menschen, die müssen wir überhaupt zum Thema machen, um uns dann orientieren zu können. Denn keiner, wie gesagt, wird sagen, Türen auf einfach und es kann jeder auch ins Schlafzimmer meiner Kinder, ohne dass ich gucke, ob er vielleicht gewalttätig, ob er fanatisch für irgendwie nur die eigene Religion, das eigene Land, die eigene Gruppe agiert. Diese Fragen müssen endlich richtig in den Blick. Auch, wie ich sagte, bezüglich der Hilfe im Nahen Osten oder in Syrien. Das ist der schlimmste Verrat, der da passiert ist, dass man eine wirklich wehrfähige Gruppe, eine Gruppe, die nicht sich gar nicht durchsetzen kann, die machtlos oder kraftlos ist, eine Gruppe, die da die stärkste Verbündetengruppe des Westens gewesen ist, im Krieg gegen die islamistischen Gruppen, dass man die Kurden überhaupt nicht unter dem Gesichtspunkt betrachtet hat, welche Werte sie vertreten und ob das nicht die Verteidigung der Demokratie wäre, sie zu unterstützen. Das ist absolut unglaublich, was das für ein Verrat ist an der Werteorientierung oder dem Blick auf Werteorientierung. Ja, vielen Dank. Jetzt würde ich sagen, Frau Mesli, jetzt haben Sie die Möglichkeit und dann auch Herr Eckenberger und Gela die Möglichkeit, jetzt da nochmal Fragen nachzufassen, sozusagen in diesem Bereich, ob wir denn eigentlich alles schon gut behandelt haben. Ja, Frau Mesli, ich mache mal hier meine Kamera vorübergehend aus. Ja, Frau Mesli, was haben Sie dazu zu sagen? Nochmal erstmal. Also ich bin jetzt momentan ein bisschen sprachlos, muss ich ehrlich sagen. Leider haben wir ja die Situation, dass alle anderen Länder Europas oder auch USA momentan nicht bereit sind, Asylanten aufzunehmen. Und wir Deutschen müssen uns sozusagen zum Deppen machen, wegen unserer historischen Schuld, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, aber das wollen wir nicht. Wir möchten gerne, dass die Asylbewerber wirklich mindestens in ganz Europa verteilt werden und dann nehmen wir eben unseren Anteil auf. Okay, aber wird das mit den religiös motivierten Parallelgesellschaften, das verwirrt mich jetzt ein wenig. Da muss ich noch drüber nachdenken. Dankeschön. Ja, vielleicht erst, Moment. Vielleicht erst einmal ganz kurz dazu, Frau Mesli.
Also, Sie hören mich alle gut, ja? Frau Miesli, Sie hatten eben was angesprochen zum Deppen machen. Müssen wir doch nicht, wenn wir diese Asylanlagen bauen, ja? Weil neben Syrien, neben jedem Krisengebiet eine Asylanlage. Und Deutschland baut immer als erstes, ja? Oh, mietet an und so weiter, ja? Da machen wir uns doch nicht zum Deppen. Außerdem machen wir uns ja nur zum Deppen, wenn wir für jeden Flüchtling hier in Deutschland pro Monat 2000 Euro ausgeben, anstatt in den Asylanlagen quasi damit 20 Leute ernähren zu können und 20 Menschen ein menschenwürdiges Obdach bieten zu können und Schutz und alles, ja? Also das heißt, eigentlich entsteht erst das Problem durch die Idee, und jetzt kommen wir auf die vorteilbringenden Irrtümer zu sprechen. Die vorteilbringenden Irrtümer, wir haben nun mal auch leider ganz viele, wir haben ja darüber gesprochen, welche Probleme uns die Sozialspaten gebracht haben, die vorteilbringende Irrtümer ausbreiten, die am Ende zu einer Massenarbeitslosigkeit mit beigetragen haben, weil das Kundschaft bedeutet für letztendlich Kundschaft bedeutet für Sozialspatler. Und ein Teil der Sozialspatler ist ausschließlich mit Asylpersonen, mit Migranten und Parallelgesellschaften beschäftigt. Und natürlich brauchen diese auch möglichst viel Kundschaft und haben deswegen auch vorteilbringende Irrtümer, haben sich evaluiert, dass das nun das Tollste von der Welt ist, maximal viele Menschen aus aller Welt in Deutschland zu haben oder in Europa zu haben. Aber wir sollten davon gar nicht mehr reden. Die anderen europäischen Länder, gerade die östlichen Länder, weigern sich ja total dagegen, in ihren Ländern Migranten oder Asylanten aufzunehmen. Dann machen wir doch diese Asylanlagen. Das kostet erstens mal jedes Land in Europa nur ein Zehntel oder ein Zwanzigstel dessen, was die Kosten sind. Und deswegen ist ja mein Vorschlag jetzt, der eben nicht abgestimmt ist im Weltrat, ist ja eben alles auf diese Asylanlagen zu konzentrieren. Und jetzt haben wir zwei Ausnahmen erarbeitet, nämlich einmal Einwanderungsgesetz, die hochqualifizierte schwarzafrikanische Gesundheitswissenschaftlerin und Herr Wagner, die Person, die am Aufbau von einer urmatriarchalen pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommune mithelfen will und den Hartz-IV-Verzicht unterschreibt. Und schon haben wir diese zwei Ausnahmegruppen haben wir und dann haben wir überall interessante frische Gene im Genpool und das tut uns gut. Ja, Multikulti ja, aber nicht als Parallelgesellschaft, die quasi ein eigenes Regiment vielleicht irgendwann doch mal aufziehen könnte, wenn sie die Mehrheit hat. Ja, Herr Wagner. Ich wollte mal einen spannenden Gedanken noch mit einfügen, wo es zu der Frage geht, ob man sich zum Deppen macht und wodurch man sich zum Deppen macht. Also ich bin ja schon froh, dass wir das geklärt haben, dass Herr Dillen das auch noch mal betont hat. Wir dürften diesen Menschen, die mit den lautesten Absichten zu uns kommen und sonst krepieren, dürften wir die Tür nicht vor der Nase zu machen. Also das wäre unterstes Niveau. Aber jetzt auch mal andersrum die Frage gestellt. Ich hatte gesagt, ansonsten müssen wir nach den Gesinnungs- oder Werteorientierungen der Menschen schauen. Länder wie die Niederlande und andere Länder, die auch in den Religionskriegen oder da, wo Menschen hier von gewalttätigen Ideologien auch in Europa verfolgt wurden, Toleranz gezeigt haben und haben gesagt, unsere Grenzen sind offen für die Verfolgten. Wir sind da tolerant. Also die ganzen gewalttätigen Ideologiekämpfe, also Leute, die davor flüchten, können zu uns kommen. Das waren im Grunde aufgeklärte, toleranz suchende Menschen, die dazu geführt haben, dass das ein kulturelles und insgesamt gesellschaftliches Aufblühen eher erbracht hat, solche Menschen aufzunehmen. Und ich stelle die Frage auch mal so. Wie gesagt, erstmal geht es mir um das Minimum, ne? Den Menschen, der dort krepiert und der uns nicht eben irgendwas Unzumutbares abverlangt. Den Menschen darf auf keinen Fall die Tür vor der Nase zugemacht werden. Aber jetzt, wenn wir auf die Gesinnungswerteorientierung schauen, wenn dann jemand vor der Tür stehen würde, nehmen wir jetzt mal den Rojava-Kurden,
der da die feministische und radikal ideologiefreie Demokratie versucht hat auszuprobieren in seinem Land. Und die Amerikaner verlassen ihn, der Herr Erdogan schickt seine Soldaten, auf die Syrer kann er sich auch nicht so verlassen. Und solche Leute, die bereit waren, ihr Leben zu lassen für den Geist der Demokratie, kommt und er möchte für solche Demokratie bei uns in Deutschland sich weiter einsetzen und hier mitleben. Auch wenn der nicht, also wie gesagt, ich lasse das offen, wie die Gesellschaft damit umgeht und wie sie sich entscheidet. Aber auch wenn der nicht sagt, er geht gleich mit in so eine bescheidenste Kommune. Aber sind nicht solche intensiv demokratisch gesinnte Menschen, auch welche, die, wenn wir sie aufnehmen, für uns keine Gefahr darstellen, sondern so sehr Bereicherung, dass wir da eigentlich extrem großzügig sein können. Und nicht wir werden dabei zu den Deppen, sondern die Deppen sind diejenigen, die mit ihren Gewaltideologien solche Leute vertreiben und verlieren und sie nicht bei sich dulden. Ja, danke schön. Vielleicht nur eine ganz kurze Bemerkung dazu. Nochmal, um meinen Standpunkt zu klären. Frau Mesli, der dumme Hitler hat die klugen Juden umgebracht. Und es war ein Meilenstein auf dem Weg zum Dümmerwerden Deutschlands. Das sehen wir heute in den PISA-Studien. Uns fehlen die klugen Juden. Und jetzt ist das Dilemma, dass es im Islam auch sehr viel Judenhass gibt. Ja? Das ist auch ein Problem. Dürfen wir das dann? Und es gibt im Islam sehr viel Homosexualitätshass. Überhaupt sehr viel Hass gegen Sexualität. Und das widerspricht meiner naturwissenschaftlichen Aufklärungshaltung einer liebevollen, pazifistischen, urmatriarchalen Bonobo-Schenker-Kommune. Ja? Also das heißt, aber ich habe schon alles gesagt dazu und jetzt möchte ich Herrn Eckenberger ermutigen, auch jetzt mal danach zu fragen und als nächstes dann nachher dann Gela. Ja? Ja, danke schön. Sie haben ja vorausgeschickt, dass das ein heißes Eisen sein könnte. Und tatsächlich stimme ich Ihnen dazu. Bin eventuell geschockt. Da muss ich erst noch genauer reinfühlen, was Sie meinten, von wegen die hübsche, gebildete, schwarzafrikanische Wissenschaftlerin, vielleicht lege ich Ihnen ein Adjektiv zu viel in den Mund, ist nicht böse gemeint, die darf quasi mit dem Deutschen Kinder kriegen, aber nicht mit anderen Afrikanern oder so ähnlich, weil Parallelgesellschaftsgefahr besteht. Tja, ich bin ja großer Freund der Liebe und es besteht dann natürlich die Möglichkeit, dass sie sich Deutschland fern lieben, aber ich glaube, mein Herz wünscht sich was anderes. Gleichzeitig sehe ich die große Schwierigkeit, wenn ich jetzt Politiker wäre und Entscheidungen treffen müsste und wenn ich keine treffen würde, wären das auch Entscheidungen, die getroffen sind, weil einfach dadurch, wie die Schalter gelegt sind, automatisch Konsequenzen und Entwicklungen passieren. Also so gesehen bin ich froh, dass ich das nicht bin. Ich würde einfach hoffen, ich sag mal das Wort, alle fucking Menschen, alle besinnen sich ihrer Verantwortung und gehen aufeinander zu und begegnen sich und auf die Art können halt Parallelgesellschaften und Entfremdung, all dieses ganze Zeug abgebaut werden. Ist ein Hippie-Traum, der nicht zu Ende gedacht ist. Ja, also so, ich finde das sehr spannend, dass so konstruktiv, auch so heiße Eisenmäßig an die Sache rangegangen wird. Und wenn das genug passieren würde, kann ich mir vorstellen, dass wir eine schöne Synthese aus funktionalen Dingen gepaart mit radikaler Menschenfreundlichkeit hinkriegen. Und im Zweifel bin ich für die Menschenfreundlichkeit und für den Untergang des geordneten Abendlandes. Aber ich nehme an, ich kann da nicht viel entscheiden. Das Leben wird eh sein Ding machen. Aber ja, im Zweifel möchte ich mich für die entscheiden. Aber so viel Geschleime von mir dazu. Ich höre jetzt weiter gespannt zu und für den Austausch. Ja, nur ganz, ganz ein Satz dazu. Ich erinnere nochmal daran, dass die afrikanische Gesundheitswissenschaftlerin ja in aller Welt leben kann und niemand sie zwingen würde, nach Deutschland zu kommen,
Sie hat ja völlig freie Auswahl. So jemand Qualifiziertes, Sympathisches, hat ja überall die ganze Welt offen stehen und auch ihr Heimatland, wo sie sich ja auch nützlich machen kann als Gesundheitswissenschaftlerin. Also niemand zwingt sie ja, das wäre halt nur in Deutschland dann die Kondition, dass es da diesen Parallelgesellschaftsaufbau Block quasi gibt, ja? Das steht dann einfach im Einwanderungsvertrag so drin, dass das Aufenthaltsrecht automatisch erlöscht ja, wenn eben eine potenzielle Parallelgesellschaft nicht ausgeschlossen werden kann als entstehender Faktor. Und ich werde nachher, bevor wir jetzt die Gela hören, auch was, ich muss noch mehr darüber sprechen, was mit den vorteilbringenden Irrtümern ist, warum wir alle so denken, dass es alles so toll sei, wenn aus aller Welt, also im Prinzip, ich sehe das jeden Tag bei uns in Köln. Wir haben Platz, hängt das da aus den Fenstern, ja? Wir haben Platz. Ja, wer hat denn Platz? Ja? Und wo? Also, ich glaube, die Leute, die da selbst das raushängen, wir haben Platz, die würden sich bedanken, wenn sie jetzt plötzlich 5 Asylanten aufnehmen sollten. Ja? Oder zumindest würden sich vielleicht sogar bedanken, erst, vielleicht geht das sogar eine Zeit lang gut, aber nach einer Zeit lang werden sie dann, geht dann doch vielleicht was schief. Ja, Gela, bitte vielleicht auch einfach nachfragen, Statement und was auch immer. Ne? Zu dem, was der Herr Eckenberger gesagt hat. Ich glaube, dass die Gefahr der Parallelgesellschaft nur existiert, wenn Menschen eine Gesinnung haben, die auch Parallelgesellschaft will. Also wenn die Ernährungswissenschaftlerin und vielleicht auch der afrikanische Mann, den sie liebt oder den sie haben will, wenn das beides Verfechter der Menschenrechte und Demokratie sind, dann sehe ich nicht, dass irgendeine Gefahr besteht für Parallelgesellschaften hier bei uns in der Gesellschaft in Deutschland. Während wenn die Ernährungswissenschaftlerin hier in Deutschland einen Neonazi ehelichen wollte oder einen radikalen Islamisten, dann wäre die Gefahr der Parallelgesellschaft dadurch viel stärker gegeben. Also es kommt ganz auf die Gesinnung an, die den Unterschied macht. Ja, dazu nur ganz kurz. Das Problem ist, wie erfasst man die Gesinnung? Denn die Gesinnung kann ich auch vorspielen. Ja, ja Gela, vielleicht. Ich habe keine Frage. Ja, Frau Mesli? Ach so. Gute Anregungen bekommen von euch jetzt, Gedanken zu hinterschauen, die mir vorher natürlich gar nicht gekommen sind. Aber im Moment noch keine Frage dazu. Dankeschön. Alles klar. Ja, dann mache ich noch mal hier, machen wir noch mal eine Runde dazu und dann fragen wir noch mal, ob alle Fragen restlos, alle Klarheiten restlos beseitigt sind, eventuell. Also, na, jetzt funktioniert die Uhr nicht. Sekunde. Jetzt. Also. Das Problem. Vorteilbringende Irrtümer. Genauso wie wir durch die Sozialspartler gelehrt wurden, es sei angeblich linke und soziale Politik, wenn wir Mindestlöhne hochhalten, Tariflöhne und Gewerkschaften hochhalten. Die SPD ist ja dann sogar dazu übergegangen, quasi so sich als Partner der Gewerkschaften zu verstehen. Und dann kam Kanzler Schröder und sagte, nee, hoppla, da stimmt doch was nicht. Sozial ist doch, was Arbeit schafft. Das Unsozialste ist doch, eine Armee von 6 Millionen Arbeitslosen zuzulassen, die alle mehr oder weniger Verwahrlosen und Arbeitslosigkeitsdepressionen entwickeln. Das ist doch das Unsozialste, was es gibt, dass Menschen sich als ausgesondert auf dem Abstellgleis der Gesellschaft lebend befinden müssen und empfinden müssen. Nein, wir müssen doch jedem Menschen, das ist doch,
Wenn alles schlecht war im Pseudokommunismus, jeder weiß, wie sehr ich für den echten Kommunismus bin, den Bonobo-Kommunismus und Schenker-Kommunismus, ja? Aber wenn alles schlecht war im Pseudokommunismus, dann war nur eins gut, dass man eigentlich auch dort niemanden alleine lassen wollte, sondern dass alle in der Mitte der Gesellschaft mithelfen sollten, jeder so viel wie er kann, so viel wie die Gesundheit zulässt, so viel wie die Behinderung zulässt, was auch immer. Aber jeder darf mitmachen. Und das geht nur, wenn man Mindestlöhne und Gewerkschaften und Tariflöhne abschafft, weil nämlich Mercedes, wenn es einen Tariflohn von 15 Euro die Stunde gibt, und dann stellen Sie sich vor, Frau Mesli, Sie bewerben sich bei Mercedes, dann stellt der Einstellende fest, oh, die Frau Mesli, die ist 14 Euro die Stunde wert. Ich würde sie unheimlich gern einstellen. Aber ich darf dem Unternehmen nicht zumuten, dass wir jede Stunde einen Euro drauflegen bei der Frau Mesli. Wenn wir das nämlich überall machen, dann sind wir bald pleite. Ja? Also, und ich darf ihr aber nicht weniger als 15 Euro anbieten. Ich darf ihr nicht 14 Euro anbieten, weil dann kriege ich Ärger mit dem Tariflohn der Gewerkschaften. Also sage ich, Frau Mesli, Sie müssen dauerarbeitslos bleiben, so leid es mir tut. Ich kann nichts für Sie tun, dann bleiben Sie halt den Rest Ihres Lebens dauerarbeitslos. Und das halte ich für absolut die unsozialste Politik, die man machen kann von allen. Aber warum haben wir das alle geglaubt? Ja? Und warum haben alle so auf den Schröder eingeprügelt? Ja, weil wir alle voll sind von diesen Viren des Geistes, diesen Killerviren des Geistes, diesen parasitären Memen, die quasi uns alle indoktriniert haben und manipuliert haben und uns haben denken lassen, Mindestlöhne, Gewerkschaften und Tariflöhne seien eine linke soziale Politik. In Wirklichkeit ist es eine Politik für 6 Millionen leidende Kunden für die Sozialspartler. Und das Gleiche gibt es auch im Migrations- und Asylbereich. Jeder, der in dem Bereich arbeitet, ist von oben bis unten in seinem Kopf voll mit Ideologien, die dazu führen, dass Deutschland am Ende ein Land der Migranten, der Asylanten und der Einwanderer wird. Und ob wir damit alle so viel glücklicher werden, ob wir damit solche aufgeklärten Bonobo-Schenker-Kommunen hinkriegen, wenn so viel Anti-Aufklärerisches eventuell im Lande ist und dagegen Krieg führt vielleicht irgendwann? Denn wir sind ja also eine urmatriarchale, pazifistische Bonobo-Schenker-Kommune oder gar ein Schenker-Kommunismus wäre der größte Dorn im Auge fanatischer Islamisten. Bei uns so viel freie Liebe und Sexualität, pfui, totschlagen, dann auch vielleicht sogar noch Bisexualität, bisexuelle Frauen, totschlagen, ja? Also da bin ich vorsichtig. Ja, Herr Wagner. Ja, danke schön. Also ich glaube auch, der Schlüssel ist eben, dieses Anti-Aufklärerische in der Gesellschaft zu erkennen und da Auswege zu finden. Dieses Anti-Aufklärerische können bestimmte extremistische Deutsche verkörpern. Es können extremistische Ideologieträger aus dem Ausland verkörpern. Und die Frage, die Sie, Herr Dillen, eben stellten, dass es ja vorgespielt werden kann mit der Hingabe oder der Gesinnung für Menschenrechte und Demokratie. Das ist richtig. Aber wir leben in einer Welt, die durch und durch korrupt ist. Also und obwohl die Korruption der Politik von uns ja auch nicht durchschaut werden kann unter den gegebenen Umständen, wir haben das Steuerruder in die Hände von Politikern gegeben, die sich offen zur Korruption bekennen. Also wenn der Herr Seehofer sagt, die Parlamente haben ja gar nicht zu entscheiden, sondern die entscheiden, sitzen gar nicht im Parlament und das ausdrücklich auf Lobbys wie die Pharmaindustrie bezieht. Das heißt, die Politiker wissen, dass die Fäden auf korrupte Weise gezogen werden. Oder der Herr Schäuble hat mal gesagt, wenn jemand Schulden machen kann, ein anderer muss sie bezahlen. Wer kann der Versuchung widerstehen? Dem kann kein Mensch widerstehen. Er bezog das auch auf Staaten, die in Schulden sind, wie Griechenland und so. Das heißt, wir haben eine politische Kultur, die die Korruption als natürliches Grundgesetz der Menschen anerkennt. Und wir wissen, wie sehr sie selbst auch dieser Korruption folgen. Und deshalb ist die entscheidende Frage für alle Ebenen und für alle politischen Vorgänge, wie können wir diese Gesinnungsorientierung so durchschauen, dass wir die Verantwortung in verantwortungsfähige, nicht korrupte Hände legen.
Ein weiser Fürst der Vergangenheit hat mal gesagt, der verantwortliche Mensch muss nicht alles selber machen auf verantwortliche Weise. Aber wenn er es an andere abgibt, dann muss er auf verantwortliche Weise es in Hände von Menschen geben, die es dann verantwortlich machen. Und ich glaube, es gibt da Hilfsmittel für. Das ist auch ein wichtiger Teil, denke ich, der neuen politischen Kultur, die wir erarbeiten müssen, auch mit diesen neuen Initiativen und Parteien jetzt, die freie Argumentekultur. Und man weiß ja, mein Schwerpunkt, Lieblingsschwerpunkt dabei ist das Forum, das freie Argumenteforum. Und da habe ich eine Struktur vor Augen, die es uns sehr gut durchschaubar machen kann, wo sich Korruption abspielt und welche Menschen vielleicht immer wieder solche Korruption auch ausüben und welche nicht oder welche dagegen arbeiten. Und das ist in diesem Forum der sogenannte Notfallbereich oder Aufschreibereich. Also wo heute Korruption irgendwie hinter der Ecke passieren kann, würde in diesem Forum ein erster Durchgangsbereich sein, wo alle durch müssen, die dann zu all den anderen Themen kommen wollen, wo jemand irgendwo einen Fall sieht von nicht argumentativer Manipulation, Korruption und Diskriminierung, diesen Fall auf die Bühne setzen kann, sodass er ausdrücklich und ausführlich genug gesehen und behandelt werden kann bzw. muss in der freien Argumentegesellschaft. Und das sind, glaube ich, die entscheidenden Hilfsmittel dann, die uns helfen, da überhaupt Durchblick zu kriegen, die Nebel zu durchschauen und zu echter Verantwortungsgesinnung, Menschenrechts- und Demokratiegesinnung zu kommen. Ja, vielen Dank. Frau Mesti, haben wir alles gesagt? Haben wir genügend die vorteilbringenden Irrtümer erwähnt, dass es eben auch solche Evolutionsprozesse geben kann, dass eben wir alle auch einer, also ich will es nochmal so mit einem Satz sagen. Ist Ihnen bewusst, Frau Mesti, dass wir in einer Welt leben, die fast nur aus Irrtümern besteht, dass wir eine zutiefst abergläubische Welt sind, die aus lauter vorteilbringenden Irrtümern besteht. Die Pharmaindustrie, die Impfindustrie, die Testindustrie und die Maskenindustrie bringt uns ihre vorteilbringenden Irrtümer in unsere Köpfe rein, die uns durchmanipulieren. Das Lehrertum bringt seine vorteilbringenden Irrtümereien, die uns glauben lassen, es wäre in Ordnung, dass wir die Leistung von Lehrern nicht messen. Die Ärzteschaft will uns in ihrer Petition sozusagen, will uns da ein Arztlobbyist sozusagen die Idee nahebringen, dass wir doch bitteschön die Ärzte weiterhin Milliarden machen lassen sollen auf Kosten der Bevölkerung und bitte da nicht stören sollen. Ja? Und so alles von die Polizisten haben ihre vorteilbringenden Irrtümer, mit denen sie uns klar machen wollen, dass wir bitteschön jetzt gefälligst überall 10.000 neue Polizisten einstellen müssen, weil dann ja der einzelne Polizist eine größere Chance hat, der Vorgesetzte ein Vorgesetzter, also Karriere zu machen und Vorgesetzter der Neuen zu werden. Und so ist alles von jeder Seite der Gesellschaft. Von jeder Sparte der Gesellschaft aus werden massenhaft vorteilbringende Irrtümer in die öffentliche Diskussion gebracht und eigentlich wissen wir vor lauter Gehirnwäsche von allen Seiten doch gar nicht mehr, was Realität ist. Sehen Sie das mittlerweile? Haben Sie das mittlerweile ansatzweise verstanden? Ja, Herr Dill, das habe ich mittlerweile ansatzweise verstanden, aber ich sehe da keinen Weg raus. Das ist so mächtig irgendwie in dieser Gesellschaft. Und das ist sehr schade, aber ich bin doch guter Hoffnung, dass wir es vielleicht schaffen, wieder mehr ja, in die Schenker-Kommune in Gesellschaft zu geraten. Das wäre schön. Vielen Dank. Ja, denn das muss ich mal dazu noch sagen. Vor 400.000 Jahren gab es keinen einzigen dieser vorteilbringenden Irrtümer, weil nämlich wir waren eine wahrheitsorientierte Gesellschaft. Ja? Ja, machen wir uns nochmal klar, was wäre, wenn ein Bonobo-ähnlich lebender, urmatriarchaler Kommunenmitlebender, wenn der jemals auch nur eine Unwahrheit sagen würde, er würde die Frauen in seiner Kommune schädigen, das sind ja aber auch die Mutter seiner Kinder. Er würde die Kinder schädigen, das sind aber teilweise seine eigenen genetischen Kinder. Also da gibt es einfach keine Evolutionsmöglichkeit, dass ein Irrtum so viel Gewinn bringen könnte, dass er sich ausbreiten könnte.
Also waren wir zwar ab und zu, gibt es wie überall Mutationen, also auch ab und zu mal ein Irrtum, auch im Bonnenbogel-Schenker-Kommunismus. Aber dass er sich multipliziert und milliardenfach ausbreitet über die ganze Welt, weil er vorteilbringend ist, das gibt's erst in den letzten 400.000 Jahren. Und wenn wir wieder zurückkommen zu unseren Reformen, dann sozusagen haben wir das Problem gar nicht mehr, weil wir dann sozusagen wieder eine Evolution kriegen, wo ganz schnell die Irrtümer aussterben und die Wahrheiten übrig bleiben. Und dann kommt es wieder so überall alle paar Jahre mal zu einem Irrtum, aber nicht zu einem milliardenfach multiplizierten Irrtum, weil er sich als vorteilbringender Irrtum fürs Geldmachen erwiesen hat. Ja, und dann sehen wir, aber Frau Mesli, ich stimme Ihnen natürlich zu. Ich mache mir große Sorgen. Ich habe die Befürchtung, dass die Menschheit das nicht mehr packt. Denn aus Sicht von mehreren Professoren haben wir in den letzten 40.000 Jahren schon 150 Milliliter Gehirnsubstanz verloren. Wir werden immer dümmer und immer primitiver im Durchschnitt und wir werden wieder zur Keule zurückgreifen, nämlich zur Gewalt und Krieg und es wird vielleicht wieder viele kleine Kriege geben und vielleicht wieder viel Mord und Totschlag. Also ich mache mir Sorgen. Ich habe den Eindruck, dieser Weltrat ist unsere letzte große Chance und auch die Kommunenversuche von der Schenker-Bewegung sind so. Aber das sind vielleicht die letzten Versuche, da noch mal eine Kurve zu kriegen, bevor wir wieder in einem Zeitalter der Gewalt und des Gegeneinanders versinken, weil die, kleineres Gehirn bedeutet, dass diese dünne Schicht der Aufklärung noch dünner wird und alles brutaler wird. Herr Wagner? Ja, danke schön. Ich denke, das haben Sie schön zusammengefasst. Ich glaube, dass wirklich auch ein ganz grundlegender und ganz schrecklicher vorteilbringender Irrtum ist, dass die Korruption einen voranbringt. Das ist für den einzelnen Menschen schon nicht wahr. Das zerstört die Würde seiner Seele. Es verkrüppelt ihn von innen her. Und das ist natürlich für die Gesellschaft auch verheerend, dass für solche kleinen Augenblicksvorteile, die man für sich beiseite schafft, die Gemeinwohlargumente immer wieder auf der Strecke bleiben. Und also ich bin froh drum, dass ich wie im harten Steinbruch versuche, immer wieder Leute zu finden, mit denen man diese andere Verantwortungskultur leben kann. Ich kann immerhin als kleines Hoffnungszeichen sagen, ich bin jetzt wieder in Berlin und versuche hier das Demokratiefürsorgecamp, was die Querdenker da angefangen haben, fortzusetzen, am Leben zu erhalten. Und ich bin seit gestern hier und ich habe tatsächlich also jetzt eine Kerngruppe für die Schaffung dieses Camps zusammenbekommen. Das sind jetzt 9 Leute und wir haben uns miteinander im Kern verbündet darin, dass wir gemeinsam zu Ende denken wollen für die besten Gemeinwohlargumente und das, was wir herausfinden, dann auch bestmöglich in die Tat umsetzen wollen. Und für dieses Bündnis wollen wir jetzt hier versuchen, das Demokratiefürsorgecamp weiter voranzubringen. Ein kleiner, aber ein für mich jetzt nach den 2 Tagen sehr, sehr schöner Hoffnungsschimmer. Ja, und ich hatte ja schon erwähnt, dass ich selbst ja auch mit ganz vielen Kommunen experimentiert hatte. Ich hatte in ein Kommuneprojekt ungefähr 500.000 Euro gesteckt gehabt und so weiter. Und ganz viel Positives war da auch, als ich hier nach Köln kam, hatte ich auch erstmal circa 30 Schüler, die begeistert waren eigentlich, aber immer wieder, es ist der Kapitalismus in unserem Kopf, es sind diese vorteilbringenden Irrtümer im Kopf, ja? Ja, ich liebe doch nicht, wenn ich nicht eifersüchtig mich verhalte. Ich muss doch zuschlagen. Das geht doch nicht. Ja, also dieser ganze Kapitalismus in unserem Kopf, alles, was uns die vorteilbringenden Irrtümer nahegebracht haben. Und nochmal deutlich, dieser eifersuchtsvorteilbringende Irrtum, der ist natürlich für die Händler von Vorteil, weil wenn sich die Leute gegenseitig die Sexualität verbieten aus Eifersucht heraus, dann sind sie unbefriedigt. Und Unbefriedigte gehen mehr shoppen, mehr werden kaufsüchtiger, konsumsüchtiger, zigarettensüchtiger, alkoholsüchtiger, süßigkeitensüchtiger, schokoladesüchtiger. Und genau das braucht der Händler. Also verbreitet er doch gerne über Werbespots und die zugehörigen Moral der entsprechenden Journalisten, die ja gleichgesinnt sind wie er,
verbreitet er die Idee, ja, der Mensch ist nur richtig Mensch, wenn er eifersüchtig ist. Denn wer nicht eifersüchtig ist, der liebt ja gar nicht. Ja? Der ist ja liebesunfähig. Na? Das sind alles vorteilbringende Irrtümer, mit denen man die Leute manipulieren kann. Ja, Herr Wagner. Ja, dem kann ich zustimmen. Also der Traum von der aufgeklärten und matriarchalen, jetzt nicht im Sinne von die Frauen machen eine Gewaltherrschaft über die Männer, sondern die Frauen machen es wie bei den Bonobos. Wir sind liebevolle Vermittler in Konflikten und helfen, dass man zu gemeinsamen harmonischen Entscheidungen und Verhaltensweisen kommt. Also dieser Traum von den aufgeklärten, matriarchalen, pazifistischen Schenker-Bonobo-Kommunen, das ist ein richtig schöner Stern, von dem man immer wieder träumen kann. Und ich glaube, es würde wirklich in der heutigen Zeit schon faszinierend sein, wenn wir auch gegen den Widerstand von allen Seiten ein paar solcher Inseln schaffen könnten, wo die anderen, und sei es von ihnen als Urlaub verstanden oder als Praktikum oder wie auch immer, hinkommen könnten und könnten es erleben und, vorausgesetzt, wir schaffen das natürlich auch so zu leben, würden spüren, das ist das wahre menschliche Leben, das ist die höchste Schönheit. Ja, so, wieder nächste Runde für Frau Mesli, Herr Eckenberger und Gela. Also diese Vorstellung vom Herrn Wagner, die finde ich jetzt eigentlich sehr schön. So Trainingscamps für diese Lebensform. Das wäre vielleicht sogar ein Weg, das mehr in die Gesellschaft reinzubringen. Also das finde ich einen guten Vorschlag, wirklich. Ja, und vielleicht auch nächsten Montag und übernächsten Montag, die nächsten 2 Montage gehören ja der bekanntesten Matriarchatsforscherin, die ich auch noch, die ich dann so in den Kreis der 3 besten Experten der Welt einreihen würde, denn die ist ja natürlich viel kompetenter als zum Beispiel ein Professor Hans-Werner Sinn oder die Wirtschaftsweisen der Bundesregierung, die ja von Kommunen und matriarchalem Leben null verstehen. Regelrecht 0,000. Da hätten wir dann die 3, also weltbesten Experten versammelt. Ja, die Next Scientists for Future, die Schenker-Bewegung mit Herrn Wagner und die Matriarchatsforschung. Und ich stehe ja, also hier die Next Scientists for Future stehen ja für die Urmatriarchatsforschung. Bei uns, das ist ja Urmatriarchatsforschung, was wir machen. Und es ist ja auch wichtig, ein Glücksbild zu haben. Auch wenn niemand so leben muss, man muss immer wieder betonen, niemand wird auch nur im geringsten geschubst, an solch einem Kommunenexperiment teilnehmen zu müssen oder zu sollen. Der kann doch in seiner religiösen Gemeinschaft leben, in seiner Hausarzt-Gesundheitskommune, der kann doch monogam leben, er kann doch sozusagen, wie sagt man, er kann doch asexuell leben, wenn er das möchte. Ist doch alles in Ordnung. Nur lassen wir uns doch einigen Menschen doch die Freiheit, dass sie sagen, ich probiere mal aus, wie sich das anfühlt. Einfach mal nur zu Besuch zu sein, wenn da lauter so sexuell tief befriedigte, glückliche und nicht aggressive Menschen rumlaufen in solch einer urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommune. Und ich durfte das in meinen Kommunen auch ansatzweise erleben, ja? Ich durfte das auch ansatzweise bei Osho Bhagwan Sri Rajneesh in Indien erleben, ja? Aber es blieb nie von Dauer. Immer wieder kam der Kapitalismus im Kopf. Und der Kapitalismus im Kopf ist das gleiche wie vorteilbringende Irrtümer. Ja? Und diese vorteilbringenden Irrtümer, ja, die sind das, was uns das Genick brechen. Und meine Erfahrung ist, alle Kommunen, die ich versucht habe und wo ich mit dabei war und so weiter, sie sind alle gescheitert an diesen vorteilbringenden Irrtümern, die so mächtig waren in den Köpfen. Wenn 80 Millionen nach links rennen und du willst in die richtige Richtung nach rechts rennen, dann siegen immer die manipulativen Meme, die parasitären Meme der 80 Millionen leider. Denn der Mensch ist aus gutem Grunde ein Herdentier. Und das konnte er auch aus gutem Grunde früher sein, denn früher war ja die Masse wahrheitsorientiert und nicht irrtumsorientiert. Und heute ist es genau umgedreht. Ja, Herr Wagner. Ja, ich denke, wir haben das Wesentliche gesagt. Also wir könnten vielleicht schauen, wie das ist mit dem Herrn Eckenberger und der Frau Gehler noch so, dass die noch so Fragen haben. Ja, ich wollte gerade den Herr Eckenberger aufrufen, wenn er noch hört.
Ja, vielen Dank. Wahrscheinlich habe ich jetzt gar nicht konkret was auf den Lippen, aber ja, viel interessanter Input. Und wirklich vielen Dank. Und ja, also sowas wünsche ich mir eigentlich und denke, früher oder später werden wunderschöne Lösungen kommen, wenn man das nur lang genug macht und mit genügend Menschen. Ja, danke, vielleicht Gela. Ja, ich denke auch, wenn es eine ehrliche Berichterstattung gäbe und die Menschen aufgeklärt werden würden, dass wir dann schon ein großes Stück weiter wären in jegliche Richtungen. Und dass der Weg auf jeden Fall kreativ weitergeht. Mit vielen, vielen Ideen, nicht vorhersehbaren Aktionen und ja, Situationen. Genau, ja. Ja, danke. Ja, es kommt noch zum Schluss, Frau Messi, wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass wir nicht mehr als 2 Stunden machen sollten. Ich habe noch ein Schlussthema für heute, da wir, ich denke, dieses Thema durchhaben. Es gibt noch so ein emotionales Reizthema, dass es auch, wo es keinerlei Beschluss vom Weltrat und den Next Scientists for Future gibt, sondern nur wieder meinen persönlichen Vorschlag für den Volksentscheid. Ja, das ist dann halt ein persönlicher Vorschlag von mir zum Volksentscheid. Und zwar das heiße Thema Abtreibung, Bevölkerungspolitik und Bevölkerungs- und Reduktion des Hungers in der Welt. Also Beendigung, also und mein Ziel wäre null Hunger in der Welt. Null Überbevölkerungstendenzen, eventueller behutsamer Bevölkerungsrückgang, dort jedenfalls, wo die Leute sich vor lauter Giften nicht mehr retten können. Ja? Sollen wir das zum Schlussthema machen, Frau Mesli? Ist okay? Das geht Nein. schnell. Oh. Das geht schnell. Ja, wenn Sie meine. Wir haben jetzt erst 1,5 Stunden. Das reicht doch schon. Machen wir das noch schnell im Schnelldurchgang, damit Okay. wir alle schlimmen Themen auf einmal weghaben. Okay. Denn da gibt es jetzt natürlich ganz viel. Denn jetzt gehen wir kontra, jetzt gehen direktes Kontra zu den Rechtsradikalen. Also, ich eröffne mal das Thema. Es gibt 2 Gruppen, die als in patriarchal-kapitalistischer Weise gerne in den Körper der Frauen, die Herrschaft über den Körper der Frauen antreten möchten. Da gibt es 2 Gruppen. Die Rechtsradikalen, man kennt das. Rechtsradikale sind meistens fanatische Abtreibungsgegner. Auch die, die in den USA Abtreibungsärzte ermorden, das sind alles tendenziell Rechtsradikale. Und die Medizinindustrie. Also die Medizinindustrie und die Medizinethik und die Rechtsradikalen stehen an der Seite, denn die wünschen sich auch den restlosen Zugriff auf unsere Kinder, auf unsere Kleinsten und auf die Ungeborenen. Im Prinzip läuft die Medizinethik darauf hinaus, dass ein Kind, das einen genetischen Defekt hat, schon im Mutterleib operiert wird. Man kann dafür 50.000 Euro kriegen, ja? Anstatt der Natur seinen Lauf zu lassen. Ja? Und dadurch kommt es zu einer aktiven Züchtung von genetischen Defekten in uns. Ja? Also denn dadurch züchtet die Medizinindustrie, ja, man hat ja dem Hitler so wahnsinnige Züchtungsideen vorgeworfen, aber niemand nimmt wahr, dass unsere Medizinethik ein Züchtungsprogramm ist. Es geht darum, genetische Defekte in uns hineinzuzüchten. Und zwar nicht als Verschwörung, sondern das geschieht automatisch aufgrund der vorteilbringenden Irrtümer.
Die Ärzte glauben wirklich, sie seien die Retter der Menschheit. Wenn sie ein Fötus oder was von zwei Monaten oder so, oder ein ja, Embryo-Fötus, ja, egal wie man das nennt, ein Ungeborenes, das 2 Monate alt ist, im Mutterleib operiert, anstatt einfach den natürlichen Gang zu lassen. Ich muss jetzt dazu noch erläutern, evolutionsbiologisch ist es so, ganz viele befruchtete Eizellen sind gar nicht fürs Leben bestimmt. Die Evolution ist eine ganz grausame Lotterie. Sie produziert Ausschuss ohne Ende. Und ganz viele befruchtete Eizellen gehen von selber ab, ohne dass es irgendwie jemals überhaupt registriert, weil es sich sowieso schon von vornherein rausgestellt hat, das ist ein so großer genetischer Defekt, diese Mutante ist so defekthaltig, da sorgt der Körper dann sofort für, was weiß ich, Absorption oder Abgang oder was auch immer, ja. Und darin reinzugreifen, das wollen die rechtsradikalen Abtreibungsgegner und die Mediziner gleichermaßen. Weil am Ende aufgrund dieser Irrtümer, dieser Medizinethik, also dieser nicht bewussten und unbewussten Zielsetzung, viel Geld zu verdienen mit diesem neuen Klientel, da am Ende kommt so, wenn ich die Leute operiere und um jeden Preis zum Leben bringe, dann habe ich am Ende einen Genpool in Deutschland oder in der Welt, der aus lauter genetisch chronisch kranken Menschen besteht, und dann kann ich dieses ganze Leben lang viel Geld verdienen in der Betreuung dieser Leute. Und das ist eben nicht sinnvoll, und deswegen unterstützen wir das linke emanzipatorische, frauenemanzipatorische Projekt Recht auf Abtreibung, mein Bauch gehört mir, und erweitern das auf die Naturvölker. Die Naturvölker haben noch ein Naturrecht. Mein Neugeborenes gehört zu 100% mir. Also genau genommen musste der Satz lauten, wenn wir das linke Projekt weitertragen wollen. Mein Bauch und meine Neugeborenen, liebe Frauen, Sie müssten das jetzt sagen als Frauen, gehören grundsätzlich mir alleine. Und ich entscheide, ob ich wie früher, das machen wir natürlich nicht, aber das ist ein bisschen grausam. Früher war es halt üblich in der Natur, dass man die Kinder, die gestört haben, ausgesetzt hat. Einfach ausgesetzt hat. Das ist natürlich grausam. Aber man kann sie doch mit milden, morphiumhaltigen, opiumhaltigen, glückselig machenden Massageölen sozusagen in Schlaf versetzen und einschlafen lassen, sozusagen in einem Rauschzustand glückselig. Das ist sanft und menschlich, aber die Mutter entscheidet, ob sie ein Kind, ob sie will, dass es lebt oder stirbt. Und niemand hat das Recht, der Mutter irgendwas vorzuschreiben. Das gilt natürlich nur, sagen wir, bis zu maximal 15 Stunden nach der Geburt. Und ab dem Moment gilt das natürlich dann als Mord, ne? Und wird nicht mehr auf Krankenkasse durchgeführt, sozusagen. Und ansonsten sollten die Krankenkassen bis zum 12. Lebensjahr eigentlich nur Schmerzmittel, die Ärzte dürfen für unter 12-Jährige, die Eltern können machen, was sie wollen, die können ja auch viel Geld ausgeben dafür, aber die Krankenkasse, die Gemeinschaft darf bis zum 12. Lebensjahr nur Schmerzmittel ausgeben über die Krankenkasse, weil dann mit 12 ist das Kind aus dem Gröbsten raus. Noch vor ein paar Jahrhunderten war es ganz selbstverständlich, dass wenn wir 10 Kinder bekommen haben, dass selbstverständlich 8 davon sterben, weil sie genetisch gar nicht geeignet sind für diese Welt, genetisch schwache Immunsysteme haben. Und jetzt kam die moderne Medizinethik mit ihren vorteilbringenden Irrtümern. Wir müssen jedes Kind immer retten, um jeden Preis. Und unsere Devise heißt, wir sparen diese Gelder lieber ein, sorgen dafür, dass unser Genpool nicht, dass wir nicht gezüchtet werden in Richtung Defekte hin durch die Medizinindustrie, sondern sagen, ab dem 12. Jahr, Lebensjahr haben wir viel mehr Geld zur Verfügung, um zu erreichen, dass die Menschen dann alle 127 Jahre alt werden können. Aber
Wir verabschieden uns von dem Wahnsinn der Rechtsradikalen und der Medizinindustrie, dass wir jedes ungeborene Leben schon retten müssen und dann auch jedes Kind um jeden Preis retten müssen. Das ist mir klar, dass das ein ganz heißes Eisen ist. Aber nach Analyse der vorteilbringenden Irrtümer sage ich, wir müssen dieses linke Frauenemanzipationsprojekt verstärken und der Satz muss heißen, mein Bauch und alle meine Neugeborenen gehören grundsätzlich ganz allein mir als Frau und der Staat darf über die Krankenkassen mir bei dem Einschlafen der Kinder helfen, glückseligen Einschlafen, aber ich entscheide, ich als Frau entscheide, niemand sonst und niemand darf mir da reinreden, niemand. Das ist Naturrecht. Ja, und der letzte Gedanke dazu ist, Herr Wagner kann sich schon bereit machen. Und ich bestehe auf dem Recht als Mutter, dass wir einfach die ersten 12 Jahre gucken, ob dieses Kind für diese Welt geeignet ist oder nicht. Und wir zwingen nicht ein Kind, das gar nicht genetisch wegen dieser grausamen Lotterie der Evolution gar nicht zum Überleben geeignet ist, wir zwingen dem nicht ein 100-jähriges Leben mit lauter Defekten und Leiden und einer Krankenhausbehandlung nach der anderen, das zwingen wir den Kindern nicht mehr auf. Und das will ich auch als Mutter dann nicht, dass das meinen Kindern aufgezwungen wird. Ja? Sondern ein bisschen wieder natürliche Vernunft. Herr Wagner. Ja, danke schön. Spannendes Thema. Ich greife mal 2 Aspekte auf. Also zum einen, ich glaube, es ist tatsächlich wissenschaftlich nicht zu leugnen, dass der Mensch durch seine Kultur und Medizin ja sowas wie diese natürliche Selektion ohne diese Stützungsmaßnahmen ausgehebelt hat. Und ich glaube, es ist, so unangenehm der Gedanke auch ist, aber wenn wir die natürliche Selektion, die ja der Verringerung der Genqualität gedient hat, wenn wir die aufheben und wir wollen aber keine Verringerung der Genqualität, dann wäre Genmanipulation, technische Genmanipulation der Ausweg, der uns von unserer heutigen technokratischen Gesellschaft dann vor Augen gestellt wird. Und gäbe es eine dritte Option, statt wenn die Selektion ausgeschaltet wird und wir keine Genmanipulation wollen, wie es trotzdem einen Ausweg geben könnte, ich glaube, ganz logisch betrachtet gibt es ihn. Und das ist ein humaner und ein planender, ein denkender Weg. Und zwar ist es der Weg der freiwilligen Zuchtwahl. Und das heißt, dass Menschen, die dann in solchen Kommunen leben, dass sie sich die Frage auch stellen, wie gehen wir um mit der Weiterentwicklung unserer natürlichen Gesundheitsgrundlagen, unserer genetischen Qualität. Und ich meine, was der Kapitalismus heute auch aus meiner Sicht relativ pervertierte Art anbietet, ne, mit den Samenbanken und den Designerkindern, die sich die Eltern schon aussuchen, am besten so eine Mischung aus Einstein und Schwarzenegger und was weiß ich, was sie sich da, am Ende wollen sie den Versandkatalog haben, noch für die Kinder, die sie haben wollen. Das meine ich nicht unbedingt als kulturelle Höchstleistung der Menschheit, aber ich meine, dass in diesen Verantwortungskommunen alle diese Aspekte mitgedacht werden können und dann kann durch die freiwillige Zuchtwahl der freien Partner kann geschaut werden, dass die Genqualität sich weiterentwickelt. Es braucht keine Zwangsmaßnahmen, es braucht keine Tötung von Kindern, es braucht keine Vorenthaltung von Medikamenten, wobei ich sage, ich bin sowieso der Ansicht, dass es ein freies Recht des Menschen geben kann, auch sich gegen zu künstliche Veränderung seines Organismus zu entscheiden und für einen Naturweg der Gesundheit und auch der Körperentwicklung. Also ich rede als jemand, der seit 30 Jahren nicht mehr zum Arzt gegangen ist und keine Medikamente nimmt und der seine Zähne mit Kombizange und Seitenschneider selber repariert. Ich bin für die Freiheit des Menschen insgesamt, nicht unbedingt den Glauben und die Grundlage seiner Gesundheit auf die technische Gesundheitsindustrie und Pharmaindustrie zu setzen. Aber all das wäre möglich. Also wir könnten sagen, okay, die Kinder müssen gar nicht getötet werden oder
man hat einen guten, kraftvollen Ausweg. Und es ist so, dass auch Medikamente oder was als gute Gesundheitsverfahren können auch den Kindern vor 12 schon gegeben werden. Und ich glaube, es wäre schön, wenn wir eben lernen, auch von den Naturvölkern und den Bonobos. Und es gibt zwei Bücher, die sind ganz spannend. So zum Beispiel, dass die Überbevölkerung auch gestoppt werden kann, wenn die Kinder wieder natürlich aufwachsen und jahrelang gestillt werden, weil in der Zeit keine neuen Geburten geschehen. Und da kann man viel daraus lernen, ob jetzt die Forschung, wie geht das bei Naturvölkern, bei den Bonobos, aber auch so schöne Bücher wie von Marlow Morgan, Traumfänger, oder von Jean Liebdorf über die Suche nach dem verlorenen Glück. Das sind alles sehr anregende Dinge, die man mit in Berücksichtigung nehmen kann. Ja, das erinnert mich daran, genau auf das beziehe ich mich nämlich auf, Liebdorf und all diese Dinge. Erstmal Genmanipulation, ganz kurz. Es wäre schön, wenn wir schon so weit wären, dass wir in das Gengut eingreifen könnten, ohne nicht eventuell mehr Schaden anzurichten als Nutzen, um da irgendwelche Dinge zu korrigieren. Die Frage ist auch, was kostet das? Wie viel Aufwand ist das? Wollen wir wirklich solche Milliardenkosten aufwenden, wenn wir es doch der Natur überlassen können? Die Natur hat es doch die letzten 13,8 Millionen Jahre menschlichen ähnliche Evolution auch hingekriegt, ganz ohne Genmanipulation. Ja? Und das hat ja funktioniert und funktioniert auch super. Also von daher, der Gedanke der freiwilligen Zuchtwahl ist genau richtig, denke ich. Da ist es so, dass ich allerdings eher so in das Konzept gehen würde, dass man sich ja in den Bonobo-Schenker-Kommunen ja überlegen kann, wer, dass derjenige, die Person sich freiwillig sterilisieren lassen kann, ja, das geht ja niemandem was an, der Meinung ist, dass er vielleicht zu viel Gendefekte weiterschleppen würde. Und das kann man ja dann heimlich machen. Das geht auch niemandem was an. Das ist eine ganz individuelle Entscheidung, eine verantwortungsbewusste Entscheidung und verantwortungsvolle Entscheidung. Und denn nach dem Konzept des urmatriarchalen pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus ist eines der wesentlichsten Merkmale, über die wir nur selten gesprochen haben, ist, dass der Infantizid das größte Problem in der Evolution der Gruppen war. Die Kindstötung. Und zwar, wenn Männer Kinder töten, von denen sie wissen, dass sie nicht der genetische Vater sind. Das haben wir bei Löwen, bei Bären, wir haben das bei Affen, bei überall haben wir das. Und da gibt es nur einen Trick dagegen. Das ist der Bonobo-Kommunismus. Niemand weiß, wer der Vater welches Kindes ist, weil die Frauen mit allen Frauen der Kommune in Liebe sind bei den Bonobos. Die Männer ab und zu mal ein bisschen Körperkontakt mit den anderen Männern haben, nur deswegen nicht so viel, weil sie mit denen ja hundertprozentig verwandt sind, Onkel, Neffen, Brüder und so weiter, und deswegen dann sich sowieso lieben, Kraft, Genetik, ja. Und dann ansonsten auch jede Frau mit jedem Mann Sex hat in der Gruppe und niemand weiß, wer der Vater des Kindes ist, und in dem Moment stoppt die Kindstötung. Weil jeder quasi dem Kalkül folgt dann, genetisches Kalkül, das ist, muss kein bewusstes sein, das ist bei den Bonobos garantiert kein bewusstes Kalkül, aber es ist das Kalkül quasi als ob, jetzt sind wir wieder bei der Als-ob-Definition, die Bonobo-Männer verhalten sich so, als ob sie denken würden und denken könnten, wenn ich jetzt irgendein Kind in der Gruppe töte, dann könnte das einzige Kind sein, was genetisch von mir ist, und damit würde ich ja in der Evolution aussterben. Also darf ich gar kein Kind töten, sondern im Gegenteil, ich muss alle Kinder maximal liebevoll behandeln, sodass das jedes Kind in der Kommune so viel Väter hat, liebevolle Väter hat, schenkende Väter hat, wie Männer in der Kommune sind. Und das ist viel besser, als nur einen Vater zu haben, viele Väter zu haben. Ja, kommt noch was, aber erstmal Herr Wagner. Ja, danke schön. Also das Thema Kindstötung, da gibt es aus meiner Sicht zwei Wege, eben wie das vermieden werden kann. Also bei den Tieren wäre das der Weg, oder bei den Menschen, die sich noch so tierisch verhalten würden, also wenn sie wüssten, ist nicht mein Kind, dass sie dann eben da vielleicht sogar vernachlässigend oder brutal oder wie auch immer mit umgehen würden. Da kann natürlich eine Strategie sein,
dass diese Kenntnis der Zuordnung, also wer ist wessen Vater oder Kind, dass das vernebelt wird. Aber natürlich gibt es auch noch eine Schiene, die einfach nach vorne geht mit der Aufklärung und der daraus hervorgehenden Humanität. Und das ist einfach, also Herr Dillen weiß das ja, die Begriffe jetzt, die wir beide gerne verwenden, ein ozeanisches Einheitsbewusstsein, oder ich nenne es in anderer Formulierung für das sogenannte Post-Conventional Level in der Entwicklungspsychologie, als höchstem Reifezustand des Menschen. Ich nenne es gern das Spirit Identification Level, dass ein Mensch sich mit seiner Vernunftbilde identifiziert und dem Gemeinwohl, der ist dann nicht mehr anfällig für irgendwelche Korruptionsinteressen und er kann dann auch wissen, welches Kind von ihm ist und trotzdem wird er alle anderen Kinder im Sinne der Menschenrechte als gleichwertig behandeln. Also meine Frau hat das mal formuliert, also wir sind beide, verstehen uns beide auch als nicht Liebeslehrer oder Arbeiter und sie hat mal gesagt, wahre Nächstenliebe besteht darin, jeden Menschen zu lieben wie das eigene Kind. Das wird dann natürlich auf jeden Fall auch für alle Kinder gelten. Das heißt, ein bestimmter Grad an Aufklärung, Aufgeklärtheit, seelischer Aufklärung, kann auch aus jeglicher solchen Gefahr korrumpiert zu werden oder eben wegen biologischer, nicht vorhandener Verwandtschaft rücksichtslos oder gewalttätig zu werden, aus der Welt schaffen. Natürlich ist die Frage, wie gut kommen wir dahin? Ja, und das können wir ja auch so kurz zu, auf den Punkt bringen dazu, dass wir sagen können, lasst uns doch wieder wie bei den Volksentscheiden, Wahlalternativen, lasst doch die einen einen urmatriarchalen, pazifistischen Bono-Schenker-Kommunismus praktizieren und ausprobieren, der die Vaterschaftsgewissheit verschleiert, weil eben er sozusagen sagt, ja, nicht alle Menschen sind so idealistisch. Man hat in Studien gefunden, dass Männer, die wissen, dass sie nur der Stiefvater sind, eine 35-fach oder 40-fach erhöhte Tendenz hatten, das Kind totzuschlagen, ja, als diejenigen, die gedacht haben, das ist mein leibliches Kind. Es spielt ja keine Rolle, was Wahrheit ist, sondern spielt nur, was die denken. Und Männer, die denken, das Kind ist nicht von mir, die haben eine 40-fach höhere Tendenz, das Kind zu quälen, zu foltern und totzuschlagen, als die Männer, die denken, egal ob es Irrtum oder Wahrheit ist, das sei ihr eigenes Kind. Ja? Und das da, von daher, ich kann nicht ausschließen, dass Herr Wagner, dass Sie einerseits recht haben, dass ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel, wenn ich mich jetzt aus irgendeinem Grunde gegen eigene Kinder entscheiden würde, dass ich auch in der Kommune die Kinder lieben könnte, als wären sie meine eigenen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, denen das total schwer fällt oder etwas schwerer fällt. Ja? Denn wie gesagt, wir waren uns ja einig, Kohlbergs höhere Stufen der moralischen Entwicklung erreichen nur gewisse Prozentsätze der Menschheit. Und ich habe ja vorhin über den Gehirnrückgang gesprochen und es wird ja auch eine Korrelation geben, ja? Dass je dümmer jetzt die Menschheit geworden ist, desto weniger Menschen noch diese höheren moralischen Stufen auch erreichen. Denn eine gewisse Korrelation zwischen Gehirnevolution und moralischer Evolution dürfte es geben. Ja? Und dann nur noch der Gedanke, ich will noch ein heißes Eisen, damit wir heute alle erledigt haben, auf einmal noch mit reinbringen. Wie kriegen wir den weltweiten Hunger in den Griff? Erstmal die NGOs verbreiten die vorteilbringenden Irrtümer. Ich weiß nicht, ob jemand die Sendung gesehen hat im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wie eine NGO, wie die sich Kunden beschafft haben. NGOs wollen ja an Spendengelder ran. Es geht ja, eigentlich muss man jede NGO erstmal verstehen, also eine Organisation, wo es darum geht, den Geschäftsführern der NGO möglichst große Gehälter zu verschaffen. Und dafür muss das Spendenaufkommen gesteigert werden. Und diese NGOs hatte das so gemacht. Die hatte in der dritten Welt Kinder den Eltern wegnehmen lassen und sie in Waisenhäuser gesteckt, obwohl die Eltern ja noch lebten. Ne? Und dann ist man hingegangen, liebe junge Frau, wollen Sie nicht
ganz viel Geld spenden, dass sie hier im Weißen Haus helfen dürfen. Also Geld dafür spenden, dass sie in die dritte Welt kommen und dann sich nützlich machen können, indem sie diese armen, armen Waisenkinder betreuen. Aber die sind ja nur Waisenkinder geworden, weil man sie den Eltern weggenommen hat. Und das hat man den Kindern, dann hat man Prügel angedroht, damit sie das nicht verraten, dass sie ja gar keine Waisenkinder sind. Und so kam man an die Spendengelder der Leute und ein Großteil des Geldes läuft an die Geschäftsführer. Ne? Dieses Geschäftsmodell NGO musste ich leider mittlerweile fast überall feststellen. Das heißt also, die NGOs liefern ihre vorteilbringenden Irrtümer und erzeugen hungernde Menschen in der Welt. Und wie erzeugt man Massen von hungernden Menschen in der Welt? Das ist so ähnlich wie bei den Arbeitslosen, Frau Messi. Sie erinnern sich, die Sozialspartler erzeugen Massenarbeitslosigkeit, Kundschaft. Ja? Und die vorteilbringenden Irrtümer der NGOs lauten ungefähr so: Füttere alle hungernden Mütter und Kinder. Füttere sie beide gleichermaßen. Denn wenn wir sie füttern, beide gleichermaßen, dann werden auch die Töchter wieder groß und kriegen wieder Kinder und werden wieder Hunger leiden. Die Mütter werden Hunger leiden, die Kinder werden wieder Hunger leiden und dann haben wir wieder einen Grund dafür, Spenden zu erbetteln. Und dann steigt wieder das Gehalt der Geschäftsführer. Und da gibt es ein ganz einfaches Mittel dagegen. Wir als Deutschland füttern die Mütter, teilen aber ganz klar mit, dass es für die Babys und die Neugeborenen, dass die Mütter überall in aller Welt das Recht bekommen sollten, mein Bauch gehört mir und meine Neugeborenen gehören mir und die gleichen Regelungen gelten sollten, wie ich sie vorhin für Deutschland skizziert habe. Und die Mütter wissen von vornherein, dass sie für die Neugeborenen kein Gramm Nahrung bekommen. Null. Denn wir wollen erreichen, dass die Mütter, die ja nicht in der Lage sind, überhaupt sich selber zu ernähren aus eigener Kraft, dass die nicht noch 10 Kinder in die Welt setzen, die sie auch wieder nicht ernähren können aus eigener Kraft. Und die dann wieder 100 Kinder in die Welt setzen, die sie auch wieder nicht ernähren können aus eigener Kraft. Sondern dass die Mütter sagen können, wie es jede anständige Frau ja eigentlich macht. Ich kann meinem Kind nichts bieten. Also treibe ich entweder ab, was ich nicht gut finde, weil das wieder ein Medizingeschäft ist, ne? Sondern ich lasse das Kind nach der Geburt einschlafen mit Hilfe der Opium, ich weiß gar nicht, ob sowas möglich ist, aber irgend sowas, Opium, Morphium, Massage, Ölmassage, bezahlt von der Krankenkasse oder von der Gesundheitsversorgung des jeweiligen Landes, ne? Und dann hätten wir plötzlich überhaupt, dann hätten wir nach einigen Jahren hätten wir null hungernde Menschen in der Welt, weil ja die Mütter werden ja lebenslang gefüttert. Ja? Also die füttern wir mit lebenslang, das macht dann aber der Staat, nicht die NGOs, das macht der Staat Deutschland mit den anderen Staaten zusammen. Wir füttern alle Mütter, aber wir sagen, ab morgen füttern wir keine Babys mehr. Damit das Problem Hunger in der Welt ein für alle Mal weg ist. Denn die einzigen, die von dem Problem Hunger in der Welt profitieren, sind die Geschäftsführer der NGOs. Und jetzt haben wir wieder ein heißes Eisen, ne? Herr Wagner. Ja, danke schön. Also es ist wirklich eine Sendung mit heißen Eisen hier von Migration und Asyl über Abtreibung und Bevölkerungsregulierung bis zum Hunger der Welt. Also haben wir vieles jetzt reingepackt. Ich sag mal, der Faden, der von mir gesponnen wurde, war ja, dass bei alledem wir das Verantwortungsbewusstsein als höchste Steuerungsfähigkeit von uns Menschen in den Mittelpunkt stellen müssten, dass wir darauf schauen können, bei der Migration minimalste Menschenwürdemaßstäbe einzuhalten und dass wir alle Gefahren eigentlich am besten vermeiden, wenn wir auf die Wertegesinnung der Menschen schauen, egal ob sie schwarz, grau, grün oder blau sind, die echten Menschenrechts- und Demokratiefreunde oder die Menschen mit dem ozeanischen Einheitsbewusstsein oder dem Spirit Identification Level, die sind zu allen Zeiten der größte Reichtum und jede Gesellschaft kann sich darüber freuen.
Und wir müssen diese Dinge überhaupt mehr in den Blick nehmen und unterscheiden können, weil sonst kommen wir auch nicht aus der Korruptionsgesellschaft, wenn wir nicht durchschauen, den Nebel, wer ist da käuflich und wer ist nicht käuflich. Und dass da Hilfsmittel für sinnvoll sind, wie so ein freies Argumenteforum, natürlich neben der Lebenspraxis. Also die Theaterspieler sind oft auch in der Lebenspraxis zu entlarven. Aber Hilfsmittel können sein, so ein freies Argumenteforum. Und dann hatten wir bei der Frage der Bevölkerungsregulierung, hatte ich gesagt, dass mehr Bewusstsein auch eine Lösung sein kann, die dann imstande ist zu freiwilliger, vernünftiger Geburtenplanung oder freier, vernünftiger Zuchtwahl. Ich füge hinzu, dass wir reden ja auch von einer aufgeklärten Schenker-Bonobo-Kommune. Zum Aufgeklärten kann auch gehören, dass die Menschen lernen, in ihrem Inneren eine ganz andere Kultur auch zu praktizieren. Also ich sage immer, die wichtigste Reise ist die Reise nach innen und die Forschungsreise nach innen und da wirklich zu was zu kommen. Weil dann ist es zum Beispiel möglich, dass Menschen auch Sexualität haben und ohne Verhütungsmittel keine Befruchtung, keine Zeugung durchführen. Also ich kann sagen, ich rede immer gerne von etwas, was ich selber in eigener Praxis auch vorweisen kann. Also ich hatte jahrelang in meinem Umgang mit Frauen in der Schenker-Bewegung genau diese Einstellung und ich habe mich innerlich im Umgang mit diesen Energien so entwickelt. Ja, also es kam dann irgendwann zu einem Unfall, wo die Frau nicht darauf geachtet hat und wir wussten, jetzt wird wahrscheinlich ein Kind entstehen. Und in Jahren, in denen wir da überhaupt nicht weiter nachgeguckt haben, also jetzt was meine Verhaltensweise angeht, die Frau hat zum Teil nach ihren Zyklen noch geguckt, was meine Verhaltensweise angeht, war einfach klar, da entsteht jetzt kein Kind. Und das sind noch zusätzliche Dimensionen, die wir noch gar nicht ins Auge gefasst haben, ne? Dass neben der freiwilligen, vernünftigen Zuchtwahl, um Gendefekte zu vermeiden und Genmanipulation unnötig zu machen und keine Tötung oder keine Vorenthaltung von Medikamenten, es bestehen noch diese anderen Dimensionen auch der Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle und der inneren Kultur, die Menschen sich erwerben können. Und was den Hunger angeht auch. Wir müssen uns neu einwählen, gell? Neu einwählen. Neu einwählen, aber nur für die Telefonleute. So, ich bin wieder drin in der Telefonkonferenz. Frau Mesti, Sie hören gut, ja? Ja, sehr schön. Dann sind die anderen zwei auch garantiert gleich wieder da. Herr Eckenberger, sagen Sie mal was dazu. Ja, ich höre staunend und erfreut, welche Dimensionen wir alle durchtanzen hier. Und ja, also so gesehen höre ich lieber weiter zu. ja, ich hab's. Ja. Also, man kann auch verschiedene Mechanismen bauen, um den Hunger lösen zu wollen. Aber ich glaube, dass der Blick zurück auf unsere wahre Natur und der Blick nach vorne auf unsere Weisheit und spirituelle Erleuchtung, beide Wege können uns enorm helfen. Denn wenn wir den Menschen wieder natürliche Lebensformen erlauben, wie in den Naturvölkern oder bei den Bonobos, dann können die Frauen ihre Kinder mit größter Liebe zeugen oder jetzt empfangen und können sie hochziehen, sie können beschenkt werden von den Männern. Alleine dadurch, dass die Frauen eben vielleicht ein paar Jahre lang die Kinder säugen, gibt es da keine neuen Schwangerschaften und es entsteht nicht diese Überbevölkerung oder diese Gefahr. Und hinzu kommt noch, also vieles macht da eben kaputt, die moderne Industrie. Wir wissen, dass Nestlé es mal gebracht hat, da in armen Ländern den Frauen seine künstliche Babymilch zu geben. Hat gesagt, ihr könnt ja danach wieder weiter stillen. Dann haben sie ihnen die Proben gegeben, sie setzen das Stillen aus und die Frauen waren darauf angewiesen, die künstlichen Sachen da zu kaufen. Also diese ganzen verbrecherischen Motivationen und eben diese gewinnbringenden Brutalitäten, nicht nur Irrtümer, sondern auch Brutalitäten und Verbrechen, das sind Dinge, die da eben diese natürlichen Abläufe auch total bewusst kaputt gemacht haben. Und man sagt ja auch, Bildung ist ein Schlüssel. Also in Ländern, in denen auch die Frauen, aber überhaupt die Bevölkerung gebildeter werden, gehen die Geburtenzahlen zurück.
weil die Menschen nicht denken, auch wir sind in Not und wir zeugen einfach Kinder, damit irgendeiner davon mal ein bisschen Geld hat und es über die Runden bringen kann. Also die Bildung, der höhere Lebenskomfort oder überhaupt auch die Bewusstheit der Lebensqualität kann schon helfen, dass da eben dann nicht mehr so blindwütig Vermehrung geschieht. Und das ist eben auch insgesamt die Einstellung. Also nicht nur die Bildung, dass die Leute mehr Schulbildung haben, sondern Lebensqualität im Sinne, wie wir das hier jetzt gerade beschrieben in der Sendung. Was ist seelische Erfüllung? Was ist menschliche Reife? Das ist auch etwas, was Menschen natürlich dann dazu bringen kann, ihr Verhalten verantwortlich zu steuern. Und damit bin ich beim letzten Punkt. Es stimmt, dass das Post-Conventional Level, also das, was die Entwicklungspsychologie als echte Verantwortungs- und Persönlichkeitsreife des Menschen beschreibt, dass das bei kaum einem Menschen anzutreffen ist. Aber was können wir da Besseres tun, als es vorzuleben, so gut wir können, und auf Bildungsprogramme zu bauen, nicht nur Schulbildung, damit die Menschen Architekten werden oder sowas, sondern auf Schulbildung auch, damit die Menschen weise werden und verantwortungsreif, darauf zu bauen. Ja, das, was ich eben ja vorhin gesagt hatte, war ja nur ein Modell eigentlich für unsere kranke jetzige Welt. Ist ja kein Welt für die kein Bild für die Zukunft und für die Natur der Dinge. Jetzt in dieser kranken Welt gilt so der Satz, dass es eben für die Frauen wesentlich gesünder ist, ab und zu schwanger zu werden und ein Kind zu bekommen, als lebenslang chemische Verhütungsmittel zu nehmen oder gar riskante Abtreibungen zu riskieren. Ja? Also ich denke da an die Frauen. Wir wissen, dass es für Frauen nicht gesund ist, nie ein Kind zu bekommen. Ja? Das ist nicht gesund für Frauen, angeblich. Ich kann es nicht nachprüfen, ne? Aber jetzt zu dem natürlichen Weg. Das galt jetzt alles, was ich gesagt habe, auch mit Afrika und mit diesen Beendigung Hunger in der Welt, gilt ja nur für die kranke Welt jetzt. Im Naturzustand, also in einem urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Kommunismus, haben wir das Problem ja gar nicht. Denn dort herrscht ja wieder völlige Stillfreiheit, nämlich dass die Frauen wieder das Recht bekommen, ihr Baby so lange zu stillen, wie sie nur irgendwie Lust haben. Und wenn das, wie bei den Kalahari-Busch-Leuten, 6, 7 Jahre sind oder vielleicht sogar 10 Jahre sind, kein Problem. Denn dieses intensive Stillen führt zu natürlicher Geburtenverhütung, weil quasi ein biologisches Signal kommt, ganz viel Körperkontakt mit der Mutter, ganz viel stillen Signal, jetzt kein neues Kind, es ist noch ein Kind da. Ja? Und dieses Signal reicht an, war angeblich unser Naturzustand, wissen wir nicht so ganz genau. Ne? Also deswegen machen ja auch im Tantra die Frauen kreisende Bewegungen rund um die Brustwarzen, um eben dieses ständig saugende Baby zu simulieren. Und Babys haben angeblich einen Greifreflex. Während sie an einer Brustwarze trinken, greifen sie angeblich und stimulieren die zweite Brustwarze, damit eben diese Hormonausschüttung zustande kommt. Hier, ich bin da, bitte kein neues Baby, bitte keine Konkurrenz, ich brauche die Milch, ja, für mich. Und der Naturzustand in den Bonobo-Kommunen ist ja noch einfacher. Da kriegen alle Frauen Kinder, aber nicht von allen Männern. Denn die Körper der Frauen haben eingebaute genetische Mechanismen und die haben wir Menschen, Frauen genauso. Vielleicht haben manche schon mal was gehört vom Orgasmus-Ansaugreflex, von dem Krieg der Spermien oder dem Wettbewerb der Spermien, Spermakonkurrenz und so weiter. Es gibt lauter Mechanismen in den Körpern der Frauen und auch der Männer, die dafür sorgen, dass nur die größten Schenker in der Kommune, also die Männer, die den Frauen und Kindern am meisten schenken, dass die mit größter Wahrscheinlichkeit der Vater des nächsten Kindes werden und die zum Beispiel jetzt unter den Männern absolut unfähig sind und deswegen auch nie was finden, was sie schenken könnten, zwar Sex haben im Bonobo-Kommunismus, weil es ja wichtig ist, dass sie denken, sie könnten der Vater sein, der Kinder, ja, aber dass sie die tatsächlich an die Eizellen vorgelassen werden, weil die Körper der Frauen dagegen blockieren. Oder beziehungsweise andersrum, diejenigen bevorzugen mit dem sogenannten Orgasmus-Ansaugreflex und mit bestimmten anderen Mechanismen dafür sorgen, dass sie also immer nur von den fähigsten Männern ihre Kinder bekommen, im Wesentlichen.
Und dadurch haben wir dann auch keine Armut mehr. Dann haben wir ja auch keinen Hunger mehr. Weil wenn die Kinder auch von der, sagen wir mal, der schlichtesten Frau in der Kommune immer noch von den fähigsten Männern stammen, dann sind die Kinder immer fähig und wir werden keinen Hunger, massenhaften Hunger in der Welt mehr haben. Ja? Weil in der Natur ist es Grundprinzip immer sozusagen, lass es nie zu in der Natur, dass alle die Kinder kriegen. Sorge immer dafür, dass die Fähigsten die Kinder kriegen und die Unfähigen nach Möglichkeit keine Kinder kriegen. Das ist Naturgesetz in jeder Art auf der Erde. Nur bei uns Menschen haben wir es geschafft, das umzudrehen. Wir haben überall in der Welt dafür gesorgt, weil die Sozialspartler davon profitieren, wenn es möglichst viel arbeitsunfähige Sozialfälle gibt. Wir haben dafür gesorgt, dass die Kinder bei uns in Deutschland die Aufgabe des Kinderkriegens, die übernommen hatten, übernehmen sollten, die gar keine Arbeitsfähigkeiten haben. Und die Karrierefrauen wurden mit allen Mitteln daran gehindert, überhaupt noch Kinder zu kriegen. Sodass also eine Professorin mir letztens wieder ja gesagt hatte, ja, also wenn ich meine Karriere ruinieren will, muss ich nur ein Kind kriegen als Professorin. Dann habe ich meine Karriere ruiniert. Und genau das müssen wir wieder umdrehen. Aber im Bonobo-Schenker-Kommunismus gibt es das Problem gar nicht, weil das sich von selbst durch die Körper reguliert. Weil die Körper haben schon den richtigen Filter. Wir müssen das nur wieder, die Natur wieder nur zur Geltung kommen lassen. Und dann brauchen wir gar nichts zu regulieren. Ja? Also wir können auf alle diese Regulierungen verzichten, wenn wir tatsächlich schnell genug den Bonobo-Schenker-Kommunismus hinkriegen. Weil dann reguliert sich das ganz von alleine. Und Frau Mesli, ich sehe Sie schon müde gucken. Wir machen die Schlussrunde. Ja? Ja? Sie, ja, gut. Herr Wagner, Schlussrunde. Verabschieden, weil ich muss noch dringend wo anrufen. Aber ich sag mal, ja, ich glaube, das Leben so einer aufgeklärten Bonobo-Schenker-Kommune wird die Lösung sein. Also mit Blick zurück auf die körperlichen Reaktionsweisen. Aber ich glaube, dass dann eine ganz andere Form von Liebe zustande kommt. Eine Liebe, die nicht mehr nur blindwütige Leidenschaft ist oder blubbern gerade die Hormone, auch nicht nur diese Körpersignale, sondern es werden sich Menschen verbinden in einem körperlich-geistig-seelischen Rausch, der in der Verbundenheit nicht nur des Spirit Identification Levels, sondern des höchsten Bewusstseins geschehen soll. Und es wird für sie ein leichtes dann sein, auch mit der Körperkontrolle, die sie dabei bekommen, nach den verantwortlichsten Motiven zu gehen. Das wird die freiwillige, vernünftige Zuchtwahl bringen. Und es wird dann aber auch nicht nur irgendein äußerer Leistungsmaßstab sein. Also die Frau wird nicht danach gehen, nur der Mann, der mir am meisten Gemüse ranschleppt, sondern es wird auch sein, wer ist der cleverste Lehrer und noch mehr, wer ist der liebevollste, weiseste Mensch. Und so wird sich alles verbinden in einem umfassenden Verantwortungsbewusstsein. Namaste, ich umarme euch durchs Telefon und ziehe mich zurück. Tschüssi. Ja, tschüssi. Und Herr Eckenberger und Gela auch schon weg? Gela ist schon weg, ne? Dann Herr Eckenberger. Nee, Gela ist noch da. Ja, dann Schlusswort bitte. Ein Schlusswort von mir. Ich denke die ganze Zeit nur, dass es Kinder der Liebe gibt. Und das sind nicht wenige. Vor allem von jungen Menschen. Ja, wenn man diese Bonobo-Schenker-kommunistische Lösung hat, dann läuft das sowieso alles danach. Da braucht man nämlich gar nicht zu regulieren, weil im Großen und Ganzen dann auch nichts mehr schief geht. Denn bei den Bonobos ging seit Millionen Jahren nichts schief und bei uns ging ja auch in den letzten 13,8 Millionen Jahren nichts schief, außer dass es dann vor 400.000 Jahren wir den patriarchalen, bösartigen Raubtierkapitalismus in seinen Vorformen erfunden haben und erst seitdem geht es überhaupt schief. Also vorher gab es das Problem überhaupt nicht. Das gab es einfach nicht, weil die Natur nie da ein Problem hat entstehen lassen. Alle hochentwickelten Säugetiere kennen keine Überbevölkerung. Ja? Aber war das soweit das Schlusswort?
Von meiner Seite ja. Ja, dann hatte ich, Herr Heckenbecker, hatten Sie schon Ihr Schlusswort? Nein, hatte ich noch nicht, danke. Das war auch wieder fantastisch, Ihnen zu lauschen, inwiefern im Bonobo-Kommunismus ja, durch die natürlichen, also dass die Babys, dass die Frauen gar nicht schwanger werden können, solange ein Baby über Jahrzehnte, also zumindest 10 Jahre oder 8, gestillt wird. Also das, ich hoffe, das stimmt alles. Ich bin da sehr neugierig, ich kann es noch nicht beurteilen, aber es klingt nach einem halt so genial einfachen, runden System, dass es halt frappierend ist, wo wir sind und wo wir waren oder so. Und das ist ein Segen, diese Alternative dargelegt zu bekommen. Ja, ich schätze, ich werde über einiges nachdenken müssen. Hoffentlich erinnere ich mich an alles. Da sind so ein paar Sachen, wo ich mir gedacht habe, da würde ich eigentlich gern nachfragen. Aber das wird sich schon alles regeln. Das gute Unterbewusstsein ist ja... Na, Sie finden ja die Sendung auf nextscientistforfuture.de morgen dann. Ja, super, okay, danke. Ja. Ja, und also freut mich auch, dass wir hier so eine regelmäßige Mannschaft scheinbar sind. Auch Frau Mesli freut mich sehr. Und ja, also vielen, vielen Dank und alles Gute und bis bald. Ja, und vielleicht noch einen Satz dazu, Herr Eckenberger. Es gibt zurzeit auf der gesamten Erde keine Frau, die einen völlig ungehemmten und unverklemmten Körperkontakt mit dem Baby pflegt. Ich darf nur daran erinnern, dass wir bei Naturvölkern Beobachtungen geschildert bekommen haben, dass die Mütter ihre Babys den ganzen Körper abschlecken, zum Beispiel, und die Genitalien ganz besonders, weil die sollen sich ja auch ganz besonders abentwickeln. Aber gucken Sie mal, wie weit wir davon entfernt sind, wie weit wir alle Igitt schreien würden, ja, in unserer Kultur, wenn die Mütter hingingen und mit der Zunge den ganzen Körper der Babys ablecken würden, von oben bis unten, als eine Art Zungenmassage, und dabei besonders die Genitalien besonders intensiv ablecken würden. Und stellen Sie sich mal vor, wie da unsere Kultur reagieren würde, unsere kranke Kultur. Ja? Und für die ist das ganz selbstverständlich. Also wir sind alle unendlich weit davon entfernt, wissen deswegen überhaupt nicht, ob diese Empfängnisverhütung durch Körperkontakt überhaupt noch funktionieren würde bei uns, weiß ich nicht. Weil wir diese natürliche Situation hier nirgends haben. Ja? Wir sind unendlich weit von der natürlichen Situation entfernt. Ja? Und das ist aber alles nur diesem bösartigen Raubtierkapitalismus zu verdanken. Ohne das wären wir noch genauso natürlich wie damals. Ja, also wie gesagt, die Sendungen erscheinen ja immer, die zum Beispiel so eine Sendung hochladen, dauert etwa 12 Stunden, also die erscheint dann wahrscheinlich morgen früh, ja, bei nextscientistforfuture.de. Ja, jetzt Frau Mesli, Ihr Schlusswort. Vielen Dank für die interessanten Themen, die wir heute besprochen haben. Alles sehr einsichtig, sehr, ja, verständlich, und ich muss auch viel drüber nachdenken. Aber vielen Dank, war schön heute. Danke. Ja, wir hatten heute die Sendung der heißen Eisen. Und wie gesagt, ich betone nochmal, dafür gibt es keine Beschlüsse bei Weltrat und Next Scientist. Übrigens, wie auch genauso wie diese Hartz-IV-Frage, da gibt es auch keine Beschlüsse, weil das ja alles heikle Themen sind, weil man prallt auf die vorteilbringenden Irrtümer. Der Sozialspartler, die werden Sturm laufen. Die Medizinindustrie wird Sturm laufen, mit ihrer kranken, pathologischen Medizinethik wird Sturm laufen. Die NGOs werden Sturm laufen, denn denen läuft quasi ihr Spendenerbettelungsgeschäft weg, den Geschäftsführern sozusagen ihr Gehalt weg und so weiter. Ja, also wir haben heute lauter Dinge angesprochen, die ganz vielen Sparten ihre Profite wegnehmen. Und das wird einen riesen Widerstand auslösen. Und deswegen ist es ja auch ein heißes Eisen. Ja? Und deswegen haben wir die jetzt mal hoffentlich alle, ich weiß nicht, ob ich welche vergessen habe, alle in einer Sendung, dass wir die Sendung an einem stillen Kämmerlein verschwinden lassen. Ja, denn wenn, dann darf man das nur als Alternativen im Volksentscheid drin haben. Und wie gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass die AfD verschwindet. Und das geht nur, indem wir den gutwilligen Wählern der AfD im Gegensatz zu den rechtsradikalen Wählern der AfD
eine neue Heimat liefern. Ja? Und das geht nur, indem wir eben eine gewisse Vernunft liefern, die ja auch schon solche Linken wie Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht angedeutet haben, dass sie sagen, ja, so ganz zu sagen, wir machen jetzt alle Grenzen auf und öffnen alles und kommt nur alle her, all ihr Milliarden Menschen aus aller Welt, kommt nach Deutschland und so weiter, dass das so vielleicht doch nicht ganz funktioniert. Ne? Ja, haben wir es für heute, Frau Mesli? Ja, und spannende Gesprächsrunden. Ja, ich hoffe, es waren viele neue Anregungen, gerade bei diesen heißen Eisen jetzt, über die man ja normalerweise gar nicht nachdenken darf, weil es ja auch Tabuthemen sind, ja. Eben gerade, weil die ganzen Sparten, die daran verdienen, natürlich daraus Tabuthemen machen wollen und gemacht haben. Auch wieder unbewusst. Noch einmal, Herr Eckenberger, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile Ihnen hoffentlich klar geworden. Ich habe Ihnen das ja extra gemailt und im Forum geschickt, die Nachricht, ja. Wenn ich sage, dass jemand ein Lobbyist ist oder etwas tut, dann heißt das nicht, dass er schuldig ist, sondern das heißt, der Witz in der Evolution ist, dass wir alle im Kapitalismus unschuldig sind, aber trotzdem Schlechtes tun. Also wir tun Schlechtes und sind uns noch nicht mal bewusst, dass wir Schlechtes tun, weil ja unsere vorteilbringenden Irrtümer uns sagen, das wäre genau richtig, was wir tun. Und das ist genau die moderne Psychobiologie, die ist ganz anders als die alte Psychologie. Ja? Die Psychobiologie sagt, die Menschen, das Dilemma der Menschheit ist, dass sie unbewusst, also nicht bewusst sind, dass sie Schlechtes tun, wenn sie gerade das Schlimmste von der Welt tun. Und das ist das Dilemma, in dem wir stecken. Das heißt, wenn ich jemanden, wenn das so klingt, als wäre ich da so kritisch, dann heißt es eigentlich nur, dass ich die Tat als schlecht kennzeichne, aber niemals würde ich dabei den Menschen als schlecht kennzeichnen, denn ich weiß doch nicht, ob er das aus kriminellen Motiven tut, oder einfach nur aufgrund eines vorteilbringenden Irrtums, der ihm vielleicht sogar von einem anderen eingeimpft wurde und er einfach unschuldig ist. Wir müssen immer von der Unschuldsvermutung ausgehen und das ist für mich selbstverständlich. Jeder Mensch wird von mir erstmal als unschuldig betrachtet, auch wenn ich genau betrachte sein schlechtes Tun. Das schlechte Tun der Tabakkonzerne, das schlechte Tun der Rüstungskonzerne, aber ich unterstelle jedem Tabakhersteller, dass er seine vorteilbringenden Irrtümer glaubt und sich selbst als unschuldig erlebt und genauso müssen wir ihn auch behandeln, weil wir haben nicht das Recht, einen Menschen, der sich selbst als unschuldig erlebt, zu verurteilen. Denn er hat kein Schuldbewusstsein und wer kein Schuldbewusstsein hat, da gibt es kein Urteil. Ja? Aber wir dürfen doch das Schlechte tun, deswegen nicht unkritisiert lassen. Ein weiteres heißes Eisen. Ja. Ja, dann danke ich allen und nächsten Montag kommt die Matriarchatsforscherin. Am besten bereithalten, dass wir so alle so 6:55 dann alle. Da wird ein anderer Link kommen, aber die Technik wird genauso unproblematisch sein. Das wird ihr Link sein, dann sie hat eine etwas andere Technik. Damit ist sie halt gewohnt zu arbeiten und dann machen wir das so. Und dann den Montag drauf wieder 19 Uhr. Zweimal, da werden wir zweimal die drei weltbesten Experten versammelt haben und alle anderen sind zwar auch gut, Professor Hans-Werner Sinn, die Wirtschaftsweisen der Bundesregierung, aber die können wir alle ersetzen, nur die drei sind schwer zu ersetzen, denn diese Matriarchatsforscherin wird ein bisschen anderen Aspekt reinbringen, als wir mit der Urmatriarchatsforschung. Ja. Ja, dann bis nächsten Montag in alter Frische. Tschüssi. Vielen Dank, alles Gute, ciao. Ja, tschüssi, bis bald. Hallo.